Als FC Hollywood hat uns ein Magenta-Kommentator vor einiger Zeit bezeichnet. Und ehrlich gesagt, er hat sogar ein bisschen recht. Wir liefern gerade ordentlich. Wir verlieren ein Spiel nach dem anderen. 7 Spiele gab es in diesem Jahr, 5 davon haben wir verloren und trotzdem sind wir noch oben mit dabei und irgendwie kann keiner so richtig erklären, woran das eigentlich liegt. Dann wird seit Wochen über einen Profi-Campus diskutiert. Gestern gab es zum ersten Mal eine öffentliche Äußerung dazu von unserem neuen Präsidium und irgendwie sind wir danach genauso schlau wie vorher. Wir brauchen jetzt langsam mal Erklärungen und deswegen freue ich mich sehr, dass Dominic Rossi sich die Zeit genommen hat, um genau das zu tun. Er ist der mit Abstand bestinformierteste Journalist im Umfeld des 1. FC Saarbrücken und es macht immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Deswegen habe ich natürlich ganz viele Fragen gestellt rund um den Profi-Campus, um unseren neuen Vizepräsidenten Salvo Pitino und auch über die aktuelle Situation in der Mannschaft. Was ist denn da los? Mit wem sollten wir Verträge verlängern und mit wem vielleicht eher nicht? Wie geht's weiter? Mit Daniel Batz und mit Luca Kerber sollten wir nicht aufsteigen. Und ich habe natürlich auch mit ihm über die Trainerdiskussion gesprochen, weil spätestens zur neuen Saison brauchen wir ja einen neuen Trainer. Mitch Kniert vom SC Verl wird er immer wieder genannt. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, alle, die darauf hoffen, dass der zu uns kommt, da hat Dominik eher nicht so gute Nachrichten. Also es ist ein sehr langes, aber sehr ausführliches und informatives Gespräch geworden. Dabei wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Vorher noch die Info, am kommenden Samstag gegen Osnabrück gibt es hoffentlich den ersten Heimsieg im neuen Jahr. Es ist Kinder- und Familientag. Falls ihr noch keine Tickets habt für den Familienblock, T1 bis T3 sind vergünstigt, schlagt gerne zu. Es gibt eine Menge Überraschungen, vor allem für die Kinder am kommenden Samstag. Leon und Lea, das sind die beiden, die gestern ausgelost wurden. Die werden mich begleiten als Co-Stadionsprecher. Insgesamt gibt es ja, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Jobs, die wir vergeben haben und es haben sich unfassbar viele, viele Kinder beworben. Ich glaube, um die 250. Also es war Wahnsinn, wie viele Bewerbungen da ankamen. Es tut mir auch wirklich leid, dass ein Großteil leider nicht ausgelost worden ist, aber das zeigt ja, wie viele Kinder und Jugendliche sich für den 1. FC Saarbrücken begeistern und vielleicht ist das ja auch schon mal ein Fingerzeig, dass wir das dann in der neuen Saison nochmal machen sollten, wenn sich so viele dafür beworben haben. Ich hoffe, es haben trotzdem alle ganz viel Spaß am kommenden Samstag. Ich freue mich mit Lea und mit Leon, diesen Samstag dann zu gestalten im Stadion. Am Freitag bei der Pressekonferenz wird es schon eine etwas größere Überraschung geben, die da bekannt gegeben wird. Auch darauf könnt ihr gespannt sein. Und noch was will ich kurz sagen. Heute Abend wird Salvo Pitino bei den Freunden vom Studio Blau-Schwarz zu Gast sein. Das zeichnen die heute Abend auf. Also ich glaube, nachts stellen die das immer online. Ab morgen früh könnt ihr es dann anhören und bin sehr gespannt, wie die Jungs unsere neuen Vize grillen werden, weil ich vermute mal, darauf wird es hinauslaufen. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Ach so, nee, ich wollte euch noch sagen, warum es hier hinter mir gerade ein bisschen anders aussieht. Das liegt daran, dass ich euch kurz mit auf die Arbeit genommen habe. Hier sieht es nämlich so aus. Wisst ihr, ich wohne in Frankfurt und gleich in ein paar Minuten muss ich hier wieder ganz seriös die Nachrichten vorlesen bei HR3. So sieht's aus. Jetzt aber viel Spaß, Pat Hautzi ruft an. Servus Dominik. Guten Morgen Christoph. Ich bin sehr, sehr froh, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich habe das Gefühl, es ist gerade mal wieder einiges los und ich habe ja ein paar Mails bekommen mit Fragen an dich. Ich merke schon an den Fragen, auch bei unseren Fans gibt es gerade große, große Verwirrung und ich bin mir sicher, du wirst da ein bisschen für Aufklärung sorgen können jetzt. Lass uns mal direkt anfangen mit dem Profi-Campus. Seit Wochen wurde darüber diskutiert. Gestern hat sich das Präsidium zum ersten Mal dazu geäußert und gefühlt sind wir danach genauso schlau wie vorher. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Unser neuer Vizepräsident, Salvo Pitino, will aus der Soccer-Arena in Saarbrücken den neuen FCS-Profi-Campus machen. Der Verein sagt jetzt, dafür hat er auch die Unterstützung des Vereins. Die Stadt sagt aber, es gibt dafür gar keine Grundlage, um da irgendwie einen Profi-Campus zu machen. Was wird denn jetzt daraus? Also was ist jetzt der aktuelle Stand? Ja, du hast den aktuellen Stand eigentlich schon zusammengefasst. Ich kenne auch nur die Ergebnisse der gestrigen PK. Und danach ist zumindest mal klar, dass es eine gewisse Vorlaufzeit für dieses Projekt gab, dass der 1. FC Saarbrücken, also auch in Person des Präsidenten, involviert war. Ich selbst kenne die Begebenheiten vor Ort dort oben und ich halte es für ein zukunftsträchtiges Projekt. Allerdings, das ist natürlich völlig klar, die bau- und genehmigungsrechtlichen Fragen müssen geklärt werden. Und ich glaube, da ist es jetzt auch schwer, von außen irgendeine Prognose abzugeben. Grundsätzlich vergleiche ich das Ganze ein bisschen, wie damals so diese Stadiondebatte war,
Da sah es ja auch mal irgendwann so aus, als wäre der Karren recht festgefahren. Und dann gab es dann doch auf dem kurzen Dienstweg Gespräche zwischen Hartmut Ostermann und Uwe Konrad. Und ich glaube, diese Konstellation hat damals ganz gut funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dort auf diesem Dienstweg zwischen OB und FCS-Präsident eine Einigung erzielt werden kann, sofern sie, wie gesagt, verfahrenstechnisch möglich ist. Das muss man sehen. Also muss da jetzt ein Machtwort gesprochen werden von Uwe Konrad. Weil. Ich würde es als Machtwort bezeichnen. Die Stadt muss sich äußern, ob sie das will. Ob sie, also der Verein hat sich gestern ja dahingehend geäußert, dass er sagt, ja, wir kennen das Projekt von Herrn Pitino und wir unterstützen das auch und das soll unser Profi-Campus werden. Und es ist ja auch darauf hingewiesen worden, dass es dort um eine Fläche geht, die man braucht, um einen Rasenplatz in der profigemäßen Größe anzulegen. Die fehlt. Das ist ein städtisches Gelände und um die Abtretung dieses Gelände geht es. Und das sind natürlich auch rechtliche Fragen zu klären. Und das muss die Stadt intern klären, ob das rechtlich möglich ist. Und dann ist der Oberbürgermeister natürlich als Stadtoberhaupt auch in der Lage zu sagen, ja, wir wollen das, indem er dann auch mit den Gremien spricht. Oder man kommt eben zu der Entscheidung, es ist rechtlich nicht möglich. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber das sind Prozesse, die mit Sicherheit auch noch ein paar Wochen Zeit benötigen. Und da muss man einfach abwarten. Ein bisschen seltsam war ja die Reaktion der Stadt gestern nach der Pressekonferenz, weil Baudezernent Berberich hat dann gesagt, ja, wir sind ganz überrascht, dass der Verein da jetzt doch dahinter steht, weil vor ein paar Wochen hat der Verein auch verlauten lassen, sie hätten mit dem Profi-Campus nichts zu tun, das sei irgendwie ein Privatprojekt. Und auch der hat nochmal gesagt, es gibt nach wie vor keinen neuen Stand, es gibt keine Grundlage, um da oben einen Profi-Campus zu bauen. Also es ist ja schon ein ganz schöner Widerspruch. Hartmut Ostermann sagt, die Tür ist eigentlich weiter auf und der Baudezernent der Stadt sagt, nö. Eigentlich ist die Tür zu. Gut, das müssen die Beteiligten dann unter sich besprechen und ausmachen. Ich glaube, kein Journalist oder kein direkt Betroffener kennt den Schriftverkehr zwischen Stadt und Verein. Und ich habe es eben schon mal gesagt, das sind genehmigungsrechtliche Fragen. Ich habe auch keinen Einblick, wie da jetzt der genaue Stand ist, wer da in der Stadt für zuständig ist. Muss ja auch berücksichtigen bei der Stadt, es gibt verschiedene Dezernate, es gibt verschiedene Ämter. Auch dort ist sicherlich vielleicht auch ein Abstimmungsbedarf erforderlich. Und da empfiehlt sich jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach auch mal abzuwarten. Aber was sich aber trotzdem viele Leute fragen, ist, wenn jetzt der Verein das mehr oder weniger seit 2 Jahren schon plant und weiß, warum hat denn der Verein nie irgendwas dazu gesagt? Das ist eine gute Frage. Ich war ein bisschen verwundert, dass dieses Thema, weil der Verein ist eigentlich sehr defensiv mit dieser Geschichte umgegangen, weil es ja eben eigentlich auch nur eine Planung war. Es war nichts, was bisher spruchreif war. Ich sage mal, Salvo Pitino hat ja gestern darauf hingewiesen, dass dort oben pro Jahr 150.000 Leute Fußball spielen. Und ich glaube, seit über einem Jahr hängt da dieses Schild Profi-Campus. Und ich bin auch schon darauf angesprochen worden, dass irgendwelche Saarlandligaspieler, Mannschaften, die sich dort auf die Hallenrunde vorbereitet haben, dann gesagt haben, sag mal, weißt du, was da oben los ist? Da hängt ein Schild FCS Profi-Campus. Da habe natürlich auch mal nachgefragt und dann hieß es immer, halt mal den Ball flach, halt die Füße still, das ist Planungsstadium, da gibt es Gespräche. Und dass es dann so im Vorfeld der Mitgliederversammlung über ja, Internetportale dann dieses Video so verbreitet wurde, war, glaube ich, für die Sache nicht unbedingt zielführend. Ja, und so als Vereinsmitglied kann man ja dann vielleicht auch zu Recht sagen, wäre die Mitgliederversammlung eine ganz gute Gelegenheit gewesen, das Thema überhaupt mal anzusprechen, oder? Und auch wenn die Pläne noch nicht konkret waren, da mal zu sagen, eventuell, wir planen, wir haben die Idee. Da habe ich ein gewisses Verständnis für die Handlungsweise des Präsidiums, weil es empfiehlt sich in der Abstimmung mit der öffentlichen Hand immer relativ defensiv zu agieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Behörden und Gremien sehr allergisch darauf reagieren, wenn sie vermeintlich vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und da kann ich schon verstehen, dass der Verein der Meinung war, solange da keine Genehmigung vorliegt oder ich kenne jetzt den genauen Begriff nicht. Ich glaube, das nennt sich Prüfverfahren. Solange man so in der Prüfung ist, ob sowas realisierbar ist, dass man dort keine schlafenden Hunde weckt oder auch keine falschen Erwartungen schürt. Weil man hat ja schon auch gemerkt, als dieses Video dann zirkuliert ist, dass eine relativ hohe Emotionalität entstanden ist. Und auch das war für die Sache vielleicht nicht ganz förderlich.
Ja, und kommunikativ ist ja auch von Seiten des Vereins ein bisschen was schiefgelaufen. Da passt eine ganz gute Frage dazu, die von Dirk gekommen ist. Der will nämlich gerne von dir wissen, und du weißt es ja selbst, du warst selber Pressesprecher beim 1. FC Saarbrücken. Wie ist das denn so als Pressesprecher? In so Situationen spricht man sich dann ab, was die Sprachregelung ist, oder gibt man dann seinen eigenen Wissensstand oder seine eigene Interpretation wieder, wenn die Presse nachfragt? Da bin ich jetzt im konkreten Fall überfragt. Die Frage müssten wir an den Pressesprecher richten. Im Normalfall spricht der Pressesprecher für den Verein. Ich sage mal, ich kenne aus eigener Praxis natürlich auch die Situation, dass wir in einem sehr schnelllebigen Geschäft leben, dass Aussagen oder ein Stand, der vielleicht freitags war, Samstag schon wieder überholt ist. Es gibt ja den schönen alten Spruch, nichts ist so uninteressant oder so alt wie die Zeitung von gestern. Und das muss man dann auch berücksichtigen, dass teilweise dann auch Aussagen gemacht werden, die vielleicht 24 Stunden später schon wieder ihre Halbwertszeit beraubt sind. Das heißt jetzt nicht, dass man da die Öffentlichkeit hinters Licht führt, sondern es sind dann einfach auch Prozesse, die sich entwickeln. Und gerade im Fußball ist es so, dass sich unglaublich schnell neue Situationen einstellen. Und wir leben auch in einer sehr schnelllebigen Medienzeit. Du bist als Verein auch in der Situation, dass du dann unter Druck gerätst, immer auf alles reagieren zu müssen. Das muss man auch mal sehen. Wenn der Verein bei sowas dann sagt, okay, wir reagieren jetzt nicht, dann heißt es, ja, man ist so defensiv und die Mitglieder und die Öffentlichkeit haben darum recht. Wenn man dann reagiert und vielleicht 48 Stunden später sich ein neuer Fakt ergeben hat, heißt es, ja, warum hat man damals das so gesagt und sagt das jetzt so? Es ist ein schwieriger Mittelweg. Ich würde das jetzt auch nicht alles so auf die Goldwaage legen. Jetzt reden gerade alle über den Profi-Campus, aber nach wie vor sind wir im Sportfeld und auch das gerät ja jetzt nochmal so ein bisschen in den Fokus, weil der Verein, so kann ich mich zumindest daran erinnern, eigentlich seit längerer Zeit auch immer gesagt hat, wir hätten da gerne so einen Erbpachtvertrag. Die Stadt bietet ihn uns aber nicht an. Jetzt sagt wiederum die Stadt, ach, wir wussten gar nicht, dass ihr so einen Vertrag wolltet, geben wir euch gerne, da wären wir uns schon einig. Was will denn der Verein? Also, dass die Diskussion über eine Erbpacht im Sportfeld nicht neu ist, das ist bekannt. Meines Wissens haben da auch Gespräche stattgefunden. Geht ja natürlich auch immer bei dem Wollen und Machen um die Konditionen. Und wenn die Stadt jetzt sagt, wir würden das gerne machen und wir haben dem Verein schon was angeboten und der Verein hat bisher vielleicht nicht darauf reagiert. Also, wie gesagt, das ist jetzt eine Theorie von mir, kann das auch mit den Konditionen zusammenhängen, weil ich weiß nicht, wer sich alles schon mit dem Thema Erbpacht beschäftigt hat. Eine Erbpacht ist quasi eine Miete oder eine Pacht auf einen bestimmten Zeitraum zwischen 50 und 99 Jahre. Und für die muss ja ein sogenannter Pachtzins entrichtet werden. Und kann mir jetzt vorstellen, ohne da irgendwas zu wissen, das ist eine Theorie von mir, wenn jetzt der Pachtzins höher ist als die bisherige Miete, dass dann der Verein auch sagt, okay, das macht dann für uns vielleicht keinen Sinn. Es gibt auch die Möglichkeit, deswegen ist es eigentlich heute bei so Grundstücksangelegenheiten die Erbpacht nicht mehr unbedingt so beliebt, weil es gibt da auch noch rechtliche Hürden, dass zum Beispiel der Eigentümer, der die Stadt ja dann de facto bleibt, auch ein Mitspracherecht haben kann. Und das sind, glaube ich, Themen, um die es da eher geht, dass man dann vielleicht auch als Verein sagt, okay, wir sollen jetzt hier einen hohen Pachtzins zahlen, andererseits will die Stadt, das ist jetzt rein fiktiv von mir, aber das sind so Klippen, die dann kommen können, dass die Stadt dann sagt, aber wenn ihr dann ein Funktionsgebäude baut, wollen wir trotzdem mitreden. Deswegen, wenn die Stadt jetzt sagt, ja, wir würden das gerne machen und der Verein sagt, ja, wir würden das auch gerne machen, müssen halt die Modalitäten geklärt werden. Und ich glaube, da ist man dann doch noch relativ am Anfang. Wenn es um die Konditionen geht, ist so eine Diskussion darüber, dass der Verein eventuell einen Profi-Campus plant, ja vielleicht auch ganz förderlich, ne? Dass die Stadt dann natürlich gerne weiterhin möchte, dass der Verein da unten im Sportfeld ist, weil da gibt es wenigstens Mieteinnahmen. Wenn der Verein irgendwo anders ist und die Mieteinnahmen jemand anderem bezahlt, hat die Stadt ja nichts davon. Also ist es vielleicht auch ein bisschen taktisches Geplänkel, um die Stadt unter Druck zu setzen, dass sie die Konditionen für den Erbpachtvertrag nochmal anpasst? Also jeder, der in den letzten Jahren und auch in dem veränderten Fußballgeschäft sich die Begebenheiten am Sportfeld angeschaut hat, wird sehen, dass man dort, wie es Dieter Weller gesagt hat, aus allen Nähten platzt. Das ist ein ganz interessanter Fakt, weil das Fußballgeschäft hat sich auch dahingehend verändert, dass Spieler, die hier hinkommen oder die ein Angebot haben oder auch Trainer sich die Gegebenheiten angucken. Und
Ich glaube, das unterschätzen viele Fans auch. Die sagen dann, ja, wir sind ein Traditionsverein und das ist doch eigentlich ganz gut und es muss doch reizvoll sein, hier zu spielen. Aber das ist eine andere Generation. Ich habe das selbst schon erlebt, dass über einen bekannten Fußballspieler, dass der gesagt hat, kann ich mal deine Nummer weitergeben? Der FC verhandelt mit dem und dem, kann der Junge dich mal anrufen? Und dann hat mich dann der Spieler angerufen und hat dann gefragt, wie viele Physiotherapeuten hatten die erste Mannschaft? Und dann habe ich gesagt, ja, eine und Kooperationspartner. Die nächste Frage war, gibt es da oben ein Fitnesscenter? Hat der Trainingsplatz eine Rasenheizung? Ist der Profibereich abgeschirmt? Von daher sehe ich das, die Diskussion in dem Profi-Campus nicht als, als irgendwie Druckmittel oder als ja, irgendwie so ein Rauch- und Störfeuerwerk, sondern du musst dich schon weiterentwickeln. Ich glaube, es ist für den Verein schon zielführend, darüber zu diskutieren, das bisherige Sportfeld rein als Nachwuchsleistungszentrum zu unterrichten. Ich habe es im vergangenen Sommer mal erlebt, da muss man auch wirklich Uwe Koschinat sehr loben, der den Trainingsauftakt dann verschoben hat, damit die U17 ihr Aufstiegsspiel machen konnte. Die U17 Bundesliga muss auf dem Rasenplatz spielen, das ist von den Statuten so vorgesehen. Das ist bundesweit mittlerweile, glaube ich, einzigartig, dass die U17 in der Bundesliga auf dem Trainingsplatz der Profis spielt. Das ist alles nur nicht mehr modern, das muss man sehen. Und von daher ist auch diese Diskussion um den Campus oder dieses Projekt Campus, glaube ich, so interessant für den Verein, weil du musst meiner Meinung nach zwingend die Begebenheiten, die räumlichen Begebenheiten zwischen Profiabteilung und Nachwuchsleistungszentrum trennen. Ich kenne keinen Verein in den ersten beiden Ligen, wo das Nachwuchsleistungszentrum direkt im Profitrakt drin ist. Das ist oldschool. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gehen mal davon aus, dass tatsächlich es eine Lösung gibt für den Profi-Campus. Dann wartet ja schon direkt das nächste Problem, denn umsetzen soll diesen Umbau ja die Maxi Sports GmbH. Da ist Salvo Petino nicht direkt dran beteiligt. Geschäftsführerin ist seine Schwester Alexandra Petino, die für die AfD arbeitet und auch schon mal kandidiert hat für die AfD. Und unser neuer Aufsichtsratsvorsitzender Aaron Zimmer hat in einem Interview oder in der Stellungnahme klar gesagt, wir arbeiten nicht mit AfD-Leuten zusammen. Jetzt habe ich gestern schon mitbekommen bei der Pressekonferenz, jetzt geht wohl die Diskussion los, ist sie eine AfD-Politikerin oder ist sie eine Mitarbeiterin für die AfD? Aber wie kommen wir denn jetzt aus dieser Diskussion raus, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sagt, also mit AfD-Leuten wollen wir keine Verträge unterschreiben, der Verein aber sagt, naja, die Maxi Sports GmbH, die würde das halt nun mal umsetzen. Gut, das sind Dinge, die müssen die Maxi Sports GmbH beziehungsweise die handelnden Personen und der Verein beantworten. Mich hat die Diskussion ein bisschen verwundert. Ich bin da sehr dafür, dass man sich da ehrlich macht, weil die Begebenheiten dort oben waren bekannt. Wie gesagt, es spielen 150.000 Leute im Jahr Fußball. Da sind Jugendmannschaften vom FC regelmäßig, die dort im Winter trainieren. Es ist auch keine Sache, die nur den FC betrifft. Es sind unglaublich viele Saarlandligisten oder generell Amateurvereine. Ich glaube, auch der FC Homburg hat da oben schon trainiert. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass jeder von denen gewusst hat, dass Alexandra Pitino für die AfD-Fraktion arbeitet. Aber jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, hat zum Beispiel gewusst, dass temporär auch da oben mal die Geschäftsstelle der AfD war. Das war bekannt. Also das war in Saarbrücken einfach bekannt. Und ich bin damals, als die Wahl von Salvo Petino zur Diskussion stand, von zwei Aufsichtsratsmitgliedern auch angesprochen worden, wie man so ein Thema medial handeln könnte. Und ich habe gesagt, das ist ein ernstzunehmendes Thema, weil ich mir vorstellen kann, dass es Leute gibt, die sich daran stören. Da muss man sich eine gute Argumentationsgrundlage überlegen. Und dann habe ich die Rückmeldung bekommen aus dem Aufsichtsrat, man habe sich dazu entschlossen, das auszusitzen. Gut, das ist die Entscheidung, die die Herren dann getroffen haben. Ich glaube, man hat einfach darauf gehofft, dass es nicht thematisiert wird. Ja, aber jetzt ist ja das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt spielt die AfD da irgendwie eine Rolle und es gibt vor allem diese Aussage von Aaron Zimmer. Also wenn jetzt irgendwie ein Vertrag geschlossen werden würde mit der Maxi Sports GmbH und Alexandra Petino ist da halt nach wie vor die Geschäftsführerin, dann hätte ja sozusagen Aaron Zimmer Wortbruch begangen. Also es ist eine schwierige Situation. Ja, also Hartmut Ostermann hat ja gestern auf seine zahlreichen Immobilienprojekte hingewiesen. Ich habe ja auch mitbekommen, dass das nicht jedem gefallen hat. Es ist grundsätzlich natürlich eine Frage,
wie jeder dazu steht. Also das müssen die Vereinsgremien entscheiden. Per se juristisch ist es so, es ist eine GmbH, da gibt es Gesellschafter, da gibt es einen Geschäftsführer. Und wenn jetzt die Maxi Sports GmbH ein Gebäude an den FC Saarbrücken vermietet, hat es ja nicht unbedingt was mit der AfD zu tun. Also das sind ja schon Dinge, die getrennt sind. Es ist natürlich eine extrem unglückliche Konstellation, die man auch, wie ich es eben schon gesagt habe, kommunikativ vielleicht hätte anders handeln können. Aber es ist ja per se jetzt kein Geschäft zwischen der AfD und dem ersten FC Saarbrücken. Aber der Verein muss, ich meine, die Karten liegen jetzt in dieser Sache auf dem Tisch. Der Verein hat sich gestern dazu positioniert. Und ob die Maxi Sports GmbH da, um dieses Geschäft zu retten, jetzt andere personelle Konstellationen wählen könnte, kann ich nicht beurteilen. Das müssen die dann halt auch entscheiden. Also das sind jetzt zwei potenzielle Vertragspartner. Ich sage immer, das sind große Jungs, die müssen dann halt auch wissen, was sie tun. Ja, was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist, warum wollte Salvo Pitino denn Vizepräsident werden? Weil jetzt ist ja tatsächlich zum einen die Diskussion da, über ihn, über seine Vergangenheit, über seine Schwester, über die Maxi Sports GmbH. Und gleichzeitig gibt es ja jetzt diese wirklich strange Situation, dass er jetzt für beide Seiten mehr oder weniger verhandelt. Er ist jetzt Vizepräsident vom 1. FC Saarbrücken. In dieser Funktion soll er diesen Profi-Campus natürlich irgendwie vorantreiben. Auf der anderen Seite ist er halt auch bei der Soccer Sports GmbH zwar jetzt nicht mehr direkt beteiligt, aber ist er ja irgendwie auch mit drin. Also hat er das vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass diese Position, die er jetzt hat, irgendwie extrem schwierig ist? Das ist ein interessantes Thema, das habe ich mich auch gefragt. Man muss da vielleicht ein bisschen in die Historie gehen. Salvo Pitino hat ja, glaube ich, im Sommer 2016 diese sogenannte Oppositionsgruppe Unser FC gegründet. Es gibt viele Leute in Saarbrücken, die Salvo Pitino irgendwie von früher kennen, weil er auch ein Amateurfußballer war, ein ganz guter. Mir persönlich war er unbekannt. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war damals im Urlaub und in einer Journalisten-Chat-Gruppe, in der du auch damals sehr aktiv warst, hat damals auf einmal ein Kollege das reingestellt und Opposition stellt sich vor. Und da habe ich damals vom Strand aus gefragt, ja, wer ist denn da der Macher? Und dann hat ein Kollege geschrieben, ja, das ist Salvo Pitino. Und mir hat der Name damals gar nichts gesagt. Hatte dann im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2016 mit ihm mal Kontakt aufgenommen, weil wir dieses Projekt auch vorstellen wollten. Das war damals relativ, ja, so ein bisschen heikel von beiden Seiten, weil Forum ja zum Victus-Konzern gehört. Da gab es auch Leute, die bei uns intern gesagt haben, ja, denkst du, das ist klug, dass wir so einem dann ein Podium geben? Ich weiß auch, dass es Leute gab, die Salvo Pitino von dem Treffen mit mir abgeraten haben und gesagt haben, der will dich fertig machen. Wir haben uns dann trotzdem beide dazu entschlossen, uns mal an den Tisch zu setzen und haben dann auch den Artikel eigentlich ganz klimatisch gut hinbekommen. Er hat mir dann auch ein paar Tage später geschrieben und sich für die Fairness bedankt. Und seitdem hatten wir eigentlich immer so einen regelmäßigen Austausch. Und er sagt, ich will was bewegen. Und wenn jemand was bewegen will, ist das ja per se nicht erstmal schlecht. Es ist ja jetzt auch eine Zeitspanne von etwa 7 Jahren, wo er immer wieder versucht, Projekte anzustoßen, auch personelle Konstellationen einzuleiten. Und das halte ich auch für legitim. Und muss es vielleicht auch mal andere, von einem anderen Blickpunkt aus sehen. Der Verein hat 1,5 Jahre keinen Vizepräsidenten gefunden. Und ich weiß aus Gesprächen zum Beispiel mit meinem Freund Bernd Rohrbacher, den ich mir da sehr gut hätte vorstellen können, die gehen ja jetzt nicht in so ein, lehnen so ein Amt nicht ab, weil sie mit Ostermann nicht können oder weil der schwierig ist, sondern die sagen, es ist beruflich herausfordernd, es ist ein Ehrenamt und wie dann Bernd Rohrbach auch zu mir gesagt hat, ja, am Ende des Tages muss ich mich dann rechtfertigen, wenn die Blinden absteigen und ich bin Ehrenamtler, das muss ich mir mit 6, 57 Jahren einfach nicht antun. Und von daher finde ich es erstmal positiv, dass es jemand gibt wie Salvo Pitino, der ja auch noch relativ jung ist. Und der wirklich auch uns auch geschafft hat. Das muss man auch mal positiv sehen, der es auch geschafft hat, personelle Konstellationen aufzustellen. Er hat ja auch Leute in seinem Umkreis zur Mitarbeit gewonnen, so wie Eugen Hach, wie Michael Haubrich, auch Aaron Zimmer in Teilen, die weiter weg vom Verein waren, die auch eine Expertise haben in Sachen Sport, in Sachen Marketing. Und da finde ich, da sollte man jemandem auch mal eine Tür offen halten, der sich wirklich engagieren will. Wie gesagt, diese Geschichte mit der AfD ist extrem ungünstig.
Die andere Sache, da habe ich vor 7 Jahren auch schon mal in einem Kommentar zur Mitgliederversammlung geschrieben. Ich finde es halt billig, wenn man Salvo Pitino auf eine Vorstrafe, die jetzt mittlerweile, ich glaube, 14 oder 15 Jahre zurückliegt. Das deutsche Rechtssystem, habe ich damals geschrieben, fußt auf dem Prinzip der zweiten Chance. Und Absolut. Salvo Pitino hat diese Strafe akzeptiert. Die Strafe ist mittlerweile abgegolten. Es ist auch eine Verjährung eingetreten. Also Salvo Pitino hat ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis, das ist mehr als 10 Jahre her. Und da finde ich das einfach billig, zu sagen, ja, der hat mal vor 10 Jahren, das und das gemacht. Absolut, da gehe ich mit. Also, aber es bleibt trotzdem weiter spannend. Heute Abend ist er ja im Studio Blau-Schwarz, stellt sich dort den Fragen der drei Jungs. Bin sehr gespannt, was es da dann alles morgen dann zu besprechen gibt. Lass uns mal bitte noch ein bisschen über die sportliche Situation sprechen, weil auch die ist gerade nicht so wirklich rosig. 7 Spiele gab es in diesem Jahr 2023, 5 davon haben wir verloren. Woran liegt's? Wenn ich das wüsste, wäre ich Kandidat auf irgendeine Führungsposition des Vereins. Es gibt mehrere Ansätze. Also mir ist nach dem Aue-Spiel auf der Rückfahrt, das sind ja 600 Kilometer, da hat man ja viel Zeit, sich auch Gedanken zu machen, auch so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Da habe ich auch an die Spiele gedacht in der Hinrunde, die man knapp gewonnen hat, die aus Fansicht sehr emotional waren, wie in Dresden oder in München. Das waren auch Siege, oder wenn wir weiter zurückgehen, auch die ersten beiden Saisonsiege oder die ersten drei Saisonsiege, zumindest die Heimspiele gegen Ferl und gegen Dortmund. Da hat der Gegner auch 2 bis 3 Mal alleine vor Daniel Batz gestanden. Du hast also in der Hinrunde eine Situation gehabt, dass du einen überragenden Torwart hattest, der mit Abstand der Beste in der Liga war, der völlig am Limit gespielt hat. Und wenn man jetzt sieht, welche Gegentore wir gekriegt haben, da war jetzt kein Gegentor dabei, wo ich gesagt habe, Daniel Batz muss den zwingend halten, auch den ersten in Aue, der verspringt, das ist extrem unglücklich. Aber Daniel Batz ist vielleicht auch nicht in der absolut herausragenden Form, die man in der Hinrunde hatte, die er in der Hinrunde hatte. Und das sind so Faktoren. Ein anderer Faktor ist mit Sicherheit die personelle Situation. Beim Heimspiel gegen Ingolstadt haben 4 Spieler in der Startelf gestanden, die keine Wintervorbereitung hatten. Jetzt kann man, wahrscheinlich kommt dann die Frage, hätte man im Winter nachlegen können? Ja, kann man darüber diskutieren. Mit Rüdiger Ziel habe ich einen guten Austausch, auch im Hintergrund. Er hat mir relativ klar gesagt, wer die Kandidaten damals waren. Und muss man sagen, junge Spieler, zum Beispiel Finnsson hieß der, glaube ich, von Dortmund 2, der ist dann lieber in die erste dänische Liga gegangen. Und dann waren noch 2, sag ich mal, mit N20er, die in der zweiten Liga Einsätze hatten, also Kaderspieler waren mit 7, 8 Einsätzen. Und die haben sich dann dazu entschieden, weil auch die Gehaltsstruktur natürlich in der zweiten Liga eine andere ist, bei ihrem Zweitligisten zu bleiben. Und dann kommst du wieder zu Spielern, die lange nicht gespielt haben, die aus einer langen Verletzung kamen. Und da hat Rüdiger Ziel gesagt, von diesen Spielern haben wir schon genug. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, gewisse Dinge waren nicht vorhersehbar. Ich war ja im Dezember mit in der Türkei im Trainingslager. Steven Zellner hat dieses Trainingslager in der Türkei komplett durchgezogen. Er war bei beiden Testspielen dabei, hat jede Trainingseinheit mitgemacht. Es war zum Beispiel nicht absehbar im Dezember, dass Steven Zellner ab Januar de facto kein Fußball spielen kann. Bei Bjarne Tölke war es eine Gesichtsverletzung, die hat er jetzt ausgeheilt. Das ist ein Unfall, das kann immer passieren. René Uofero, der jetzt wirklich in der Hinrunde in einer guten Form war, gegen Elversberg fällt ihm der eigene Mitspieler aufs Sprunggelenk. Auch das ist ein Unfall. Du kannst nicht alle Eventualitäten immer von vornherein einkalkulieren. Was ich glaube, dass die Mannschaft, ich sage es jetzt mal ganz salopp, das soll auch nicht zu so negativ klingen, die Mannschaft ein Stück weit drüber ist von der Altersstruktur her. Ich glaube, dass die Mannschaft in dieser Liga, um ganz, ganz oben mitzuspielen, müssen viele der älteren Spieler oder der Spieler mit Vorbelastung in einem guten körperlichen Zustand sein. Und mir hat so unter vorgehaltener Hand am Sonntag nach dem Spiel in Aue ein Spieler gesagt, unser Problem ist, wer unfallfrei durch die Trainingswoche kommt, spielt am Wochenende Start, unabhängig davon, ob er in Form ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Du hast Spieler auf dem Feld stehen, die nicht in Topform sind. Das passiert. Aber aufgrund der immer wiederkehrenden personellen Probleme hat der Trainer eigentlich auch keine Möglichkeit zu sagen, den nehme ich jetzt mal 2 Spiele raus.
So ein Beispiel ist Julian Günther Schmidt. Ich mag den Spieler total. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Und er hat jetzt auch wieder langsam eine aufsteigende Form. Aber er hat ja auch vor der Pause eine Phase schon gehabt, wo es so ein bisschen schleppend war. Und auch die ersten Spiele nach dem Winter waren von ihm nicht auf seinem normalen Level. Trotzdem musste er immer spielen. Er musste sich quasi aus diesem Tal selbst rausspielen, weil niemand anders da war, der diese körperliche Fitness hat. Und dann wird es natürlich schwer. Du kannst gewisse Dinge immer kompensieren, aber auf Dauer wird es dann schwer. Fairerweise muss man auch dazu sagen, das Elversberg-Spiel in der Rückrunde möchte ich mal rausnehmen, weil da ist von Anfang an viel schiefgelaufen mit der Verletzung Uefero, mit der roten Karte. Die anderen Niederlagen waren ja irgendwo auch im Bereich der Vermeidbarkeit. Gegen Duisburg war man am Anfang schläfrig. In Ferl muss ich sagen, wenn wir nach 30 Minuten oder nach 25 Minuten in Ferl jemand gesagt hätte, wir verlieren hier 2-0, hätte ich ihn für bekloppt gehalten, weil du warst drückend überlegen, du hast 5, 6 Riesenchancen gehabt, hast diesen Elfmeter nicht bekommen. Ähnlich war es ja auch gegen Ingolstadt. Du hast lange Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass du dieses Spiel verlieren kannst. Und in Aue war es wieder genauso. Ich finde es immer ganz interessant, bei Auswärtsspielen sich mit einheimischen Journalisten zu unterhalten. Da sitzt ein Kollege von der Freien Presse neben mir und der sagt so nach 30 Minuten zu mir, boah, das ist mit die beste Mannschaft, die in der Saison da war. Die sind richtig, richtig gut. Ja gut, am Ende verlierst du 2-1. Na, hurra. Verlierst 2-1, weil... Ja. Und ich habe mir dann am Montag nochmal das Spiel weitestgehend angeguckt und wenn du dir diese Gegentore anguckst, gerade das 1-1, das ist so eine Verkettung. Rabihic verliert vorne den Ball. Ich glaube, dann ist Rizzuto zu spät im Zweikampf. Kerber kann das Foul nicht ziehen, weil er schon gelb hatte. Und dann zu guter Letzt macht Gnase einen Pressball, der dann, er will ihn rausschießen, macht einen Pressball mit dem Gegner, der fällt dem Gegner vor die Beine. Der schießt aus einem Winkel, der überhaupt nicht torgefährlich ist. Und dann verspringt der Ball auf diesem Acker. Ja. Und beim zweiten Tor genauso. Dann kannst du dich drüber unterhalten, müssen Ernst und Günther Schmidt da näher an den Gegenspieler ran. Aber der dreht sich ja eigentlich aus der Aktion raus, dreht sich aus einem unmöglichen Winkel und dann fällt dieses Ding rein. Das ist das, was man Matchglück nennt. Das ist jetzt die Analyse der Mannschaft. An der Seitenlinie steht Rüdiger Ziel. Der hat im letzten Jahr so gut wie alles gewonnen. In diesem Jahr ist die Bilanz ziemlich ernüchternd. Jetzt hat er diese Doppelfunktion Manager und Trainer. Jetzt mal angenommen, er sei nur Manager und wir hätten im Winter einen neuen Trainer bekommen, der jetzt diese Bilanz hätte. Was glaubst denn du, was dann der Manager Ziel gemacht hätte? Also so wie ich nur Rüdiger Ziel kennengelernt habe, würde er ihm den Rücken stärken. Mhm. Weil er zu einer ähnlichen Analyse kommt. Dass es jetzt nicht unbedingt in der Macht des Trainers lag, was in den letzten Wochen passiert ist. Es ist ein interessantes Thema. Es wird ja hier immer in Saarbrücken so Heidenheim, Union Berlin und ruhige Vereine als Vorbild genommen. Mhm. Und sagt, wir müssten das eigentlich machen wie die. Aber in Saarbrücken ist immer die Erwartungshaltung, wir müssen das eigentlich machen wie die, aber wir müssen immer maximal erfolgreich sein. Ich finde so ein bisschen der FC wurde ja neulich bei Magenta als FC Hollywood genannt. Das ist mir ein bisschen zu viel Drama Queen. Naja. Im Moment liefern wir. Wenn man es ganz realistisch sieht, drittes Jahr, dritte Liga, du bist zum dritten Mal oben dabei. Was auffällig ist, es deutet sich jetzt an, dass zum dritten Mal die Rückrunde etwas schwächer ist als die Hinrunde. Das müsste man analysieren. Also im ersten Jahr unter Lukas Kwasniok gibt es ja Ansätze, dadurch, dass der Trainer frühzeitig gesagt hat, er geht, dass man auch frühzeitig, ich glaube, 7 oder 8 verdienten Spielern, mehr oder weniger verdienten Spielern gesagt hat, sie müssen auch gehen. Es war absehbar, dass Leute wie Sverko oder Schinowski höher gehen wollen. Barilla war, glaube ich, auch, ja. Das war absehbar, dass sich da schon ein Teil der Mannschaft, so etwa die Hälfte der Mannschaft, inklusive Trainer, verabschieden wird. Im letzten Jahr war die Situation, es ist auch kein großes Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Uwe Koschinat und weiten Teilen der Mannschaft dann zunehmend kühler geworden ist. Und ich glaube, in diesem Jahr ist die Erklärung tatsächlich, dass die Mannschaft ein Stück weit über den Zenit ist von ihrer Struktur. Das ist unglaublich schade, weil, du kennst sie ja auch, es fällt mir auch persönlich schwer, da einen Stab über die Mannschaft zu brechen, weil ich immer noch sage, es ist so eine angenehme Truppe, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dieser Abstiegstruppe 2013, 2014, wo du dann am Saisonende wirklich gesagt hast, also
schickt 20 Leute weg, die will ich nicht mehr sehen, die können nichts und sind noch arrogant dazu. Ich nenne mal so ein Beispiel, das ist Julius Biada. Ich habe mich im Trainingslager öfters mit ihm unterhalten. Das ist ein super Junge. Also der will, das Absolut. ist, der macht alles für seinen Körper. Das ist ein absoluter Profi. Der hat schon alles probiert. Der hat zu mir gesagt, er war bei 78 Orthopäden, Physiotherapeuten, Heilpraktiker. Das ist ein Rätsel, warum der immer muskuläre Probleme hat. Auf der anderen Seite ist es so, es ist ein Spieler, der kommt aus der zweiten Liga. Es war ein Königstransfer, es war ein Wunschtransfer des damaligen Trainers. Und er hat sportlich Stand jetzt keinen Mehrwert entwickelt. Und das ist eine unglaubliche Problematik. Und da stehen dann natürlich auch jetzt im Sommer ein paar Entscheidungen an, die ich froh bin, dass ich sie nicht zu treffen brauche. Weil es gibt einerseits immer die menschliche Komponente. Wie gehst du auch mit Spielern um, die lange im Verein sind? Auf der anderen Seite deutet es sich natürlich an, dass du schon einen Umbruch benötigst. Also egal auch für welche Liga, du wirst an der Altersstruktur und ich glaube auch an der körperlichen Struktur der Mannschaft das verändern müssen, hin zu belastbaren Spielern. Uwe Kochenhardt hat es letztes Jahr im Sommer eigentlich angekündigt und es ist nicht gelungen. Er hat damals gesagt, wir brauchen mehr Spieler, die 30 plus X auf dem Platz stehen. Und das muss dieses Jahr zwingend erfolgen. Also das ist ein Analysepunkt. Ein anderer könnte aber auch sein, dass eben nur mal 16 Verträge auslaufen. Und das wissen wir ja beide, dass da schon in der Mannschaft bei vielen Spielern eine ziemlich große Nervosität und auch ein bisschen Unverständnis herrscht, dass der Verein da jetzt nicht langsam mal in die Pötte kommt und Gespräche führt. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, um mal den Spielern zu sagen, also wir planen mit dir unabhängig von der Liga oder wir planen eben nicht mehr mit dir? Weil das ist ja bei vielen Spielern gerade ein großes Thema, weil sie natürlich nicht wissen, wie geht es mit ihnen weiter in ein paar Monaten. Also da müssen wir 2 Jahre zurückschauen. Da ist, glaube ich, Mitte März Uwe Kochenhardt als neuer Trainer vorgestellt worden oder angekündigt worden, der dann mit Jürgen Luginger die Kaderplanung gemacht hat. Und man hat dann, ich glaube, das war im April, vor dem Derby in Kaiserslautern, ich glaube, 8, 9 Spielern gesagt, es geht für sie nicht weiter. Und dann ist die Mannschaft ja so ein Stück weit innerlich zusammengebrochen. Jürgen Luginger hat damals zu mir gesagt, wir wollten nur fair sein, wir wollten es ihnen frühestmöglich sagen, damit sie Zeit haben, was anderes zu machen. Jetzt sind wir heute beim 1. März, es ist massig Zeit, die Spieler sind vertraglich gebunden bis 30.06. Ich kenne natürlich die Argumentation der Spieler. Jeder Spieler möchte für sich gerne Planungssicherheit haben. Auf der anderen Seite, Christoph, wissen wir auch, wenn ein Spieler jetzt Zweitliga-Angebote hat, nimmt er auf die Befindlichkeiten vom FC Saarbrücken auch nicht unbedingt Rücksicht. Deswegen meine Empfehlung ist immer, die Jungs sollen Leistung bringen und je besser jeder spielt, desto größere Alternativen hat er auch am Saisonende. Das ist im Übrigen ein interessanter Punkt, der ist mir auch so am Sonntag auf der Rückfahrt durch den Kopf gegangen. In den vergangenen Jahren, vor allem nach dem ersten Jahr dritte Liga oder während des ersten Jahr dritten Ligas, hast du immer gedacht, boah, wer könnte jetzt von einem Zweitligisten rausgekauft werden? Für wen gibt es einen Markt außerhalb Saarbrücken? Für wen, wer ist für die Konkurrenz interessant? Und wenn ich mir jetzt die Mannschaft durchgehe, sind es eigentlich, bis auf Julian Günther Schmidt, wo ich denke, dass er immer was finden wird, im Moment eigentlich nur Luca Kerber und Daniel Batz, wo bekannt ist, dass dort immer mal wieder Leute drauf gucken und die beiden sind auch mal vertraglich gebunden. Von daher ist diese Unruhe in der Mannschaft natürlich bei vielen Spielern auch erklärbar, weil der eine oder andere schon so weiß. Hier in Saarbrücken werden gute Gehälter bezahlt, es ist eine lebenswerte Stadt. Wenn es für mich hier nicht weitergeht, wird es anderswo schwer. Das ist halt auch immer eine Frage der eigenen Marktposition. Ich verstehe den Verein, dass er jetzt auch in dieser Phase der sportlichen, ja, sag ich mal, Unwägbarkeiten da ein bisschen defensiver ist. Also es gibt jetzt auch für mich aus meiner Sicht keine Veranlassung, jetzt mit 7, 8 Spielern vorzeitig zu verlängern. Glaubst du denn, wenn wir nicht aufsteigen und es gibt Angebote für Daniel Batz und Luca Kerber, dass die beiden weg sind? Beide haben eigentlich noch Vertrag bis 2024. Gut, das ist eine Sache der Vertragsparteien. Da gibt es ja auch in den modernen Vertragskonstellationen immer auch die Möglichkeiten, dass Klauseln eingebaut werden. Bei Daniel Batz sehe ich die Problematik etwas weniger. Er ist über 30, er ist hier ein anerkannter Mann, er ist Aushängeschild des Vereins. Er hat mir selbst mal gesagt, dass er, wenn er nochmal die Möglichkeit hätte, in der zweiten Liga irgendwo Nummer 1 zu werden, dass ihn das schon reizen würde. Aber bei ihm kann ich mir vorstellen,
dass es eher dahin geht, ob man diesen Vertrag jetzt nochmal um eine gewisse Zeitraum ausdehnt. Bei Luca Kerber, da muss man sehr unemotional sein. Er hat jetzt auch wieder stark ansteigende Form. Er würde ins letzte Vertragsjahr gehen und ich bin immer der Meinung, für einen Ausbildungsverein, der ist, der in der dritten Liga auch ist, wäre es fatal, wenn er ohne Vertrag ins letzte Vertragsjahr geht. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man weitet den Vertrag im Sommer nochmal aus, was ich jetzt aus seiner Sicht für unwahrscheinlich halten würde, oder wenn die finanziellen Konditionen für alle Beteiligten stimmen und er eine sportliche Perspektive oberhalb der dritten Liga hat, dass man dann im Sommer zum Transfer kommt. Damit muss man in dem Fall schon rechnen. Eine Personalie würde ich gerne noch kurz ansprechen. Wir brauchen spätestens zur neuen Saison ja einen neuen Trainer. Einer, der seit Wochen immer wieder gehandelt wird, der auch im Winter gehandelt wurde, ist der Trainer vom SC Verl, Mitch Kniert. Du bist ja immer gut vernetzt. Was hast du da schon verläuten hören, welche Kandidaten da so in der engeren Wahl sind? Also ich glaube, da werden jetzt einige Leute enttäuscht sein. Mitch Kniert dürfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Mitch Kniert ist so ein typischer Trainer, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt und den Umweg über einen kleinen, relativ beschaulichen Verein geht. Und die musst du zum frühen Zeitpunkt abholen. Nach all dem, was man jetzt im Moment hört, hat Mitch Kniert, er hat auch noch ein Jahr Vertrag in Verl, muss man dazu sagen. Aber mir ist neulich von einem Branchenkenner aus der zweiten Liga gesagt worden, dass Mitch Kniert bei 8 Zweitligisten auf dem Zettel steht. Also die auch Trainer scouten und die sagen, das ist einer. Das ist mittlerweile auch in dem Geschäft ganz interessant. Lukas Kwasniok war ja jetzt beim Spiel gegen Elversberg da und da haben wir auch so ein bisschen gefrotzelt. Und es ist auch klar, dass bei Lukas Kwasniok mittlerweile da 6, 7 Bundesligisten drauf gucken. Jetzt nicht, um ihn vielleicht morgen zu verpflichten, sondern das läuft dann so, dass die Trainer haben ja auch einen Berater, dass dann ein Verein mal beim Berater anruft und sagt, wie ist denn bei dem eigentlich die Vertragskonstellation, wie ist denn sein Karriereplan, was kann der sich vorstellen? Und das ist bei Mitch Kniert mit Sicherheit schon durchgedrungen, dass es da Zweitligisten gibt, die ihn schon mal auf dem Zettel haben, die sagen, pass auf, wenn da im Verein, wenn der keine Lust mehr hat oder sich verändern will, hey, denk mal an uns. Von daher halte ich es jetzt, stand jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass er innerhalb der dritten Liga wechseln würde. Sollten wir doch noch aufsteigen, vielleicht ergibt sich dann doch noch eine Möglichkeit. Persönlich würde es mich freuen, ich halte ihn für herausragend. Und gibt es andere Namen, die du mal gehört hast? Weil ich meine, es ist zwar jetzt noch ein bisschen Zeit, aber man muss sich ja schon noch mal ein bisschen vorbereiten auf die neue Saison. Gut, wir sind im Bereich der Spekulation. Namen gibt es viele. Ich sage einen Namen, der immer mal wieder fällt, auch weil er früher hier mal gespielt hat, ist Rüdiger Rehm. Ein Name, der in der Vergangenheit, wo ich gemerkt habe, dass er im Verein so den einen oder anderen Eindruck hinterlassen hat, auch so der Auftritt ist, da wird jetzt der ein oder andere vielleicht denken, boah, auf den muss man kommen, ist Joe Ennox. Das finde ich persönlich eine interessante Personalie. Das ist Geiler eigentlich ein Typ. cooler Typ. Ja. Der hat in Zwickau mit kleinen Mitteln viel gemacht. Ein Name, der jetzt kurzfristig wieder auf den Markt kommt, gekommen ist, ist Alois Schwarz. Ein sehr erfahrener Trainer, der auch hier aus der erweiterten Region kommt. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass er, also ist ja immer die Frage, hat der Verein Interesse und hat er Interesse? Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch von ihm Interesse dran besteht, so einen Verein wie den FC mal zu trainieren. Die Alternativen sind immer noch, dass man tatsächlich auf einen jungen Trainer aus dem NLZ geht, wobei ich da so ein bisschen den Eindruck habe mittlerweile, dass dieser Trainertyp, zum Beispiel Trainer der U19 in der Bundesliga trainiert, eher vorsichtig ist, wenn es um Kontakte zu Traditionsvereinen geht. Weil du kannst dich da als junger Trainer auch schnell verbrennen. So ein gutes Beispiel war Hagen Schmidt. Er hatte die U17 von Borussia Mönchengladbach gemacht, war wirklich ein renommierter Jugendtrainer und jeder hat irgendwie darauf gewartet, dass er irgendwann mal ins Profigeschäft geht. Dann geht er letztes Jahr zum MSV Duisburg und kommt dort fürchterlich unter die Räder. Und du siehst ja jetzt, der war dieses Jahr bei all diesen Trainerwechseln nirgendwo mal im Gespräch. Das stimmt. Rückblickend muss man sagen, der wäre besser bei der U17 von Borussia Mönchengladbach geblieben. Also Joe Ennox fände ich ja ganz witzig. Ich glaube, es gibt kein Spiel gegen Zwickau, bei dem ich nicht irgendwie mit Joe Ennox aneinander geraten wäre während dem Spiel. Und danach haben wir uns aber immer die Hand gegeben, uns in die Augen geguckt und dann wieder gelacht. Also es ist ein fantastischer Typ, vor allem sehr emotional. Das gefällt mir gut. Aber wir werden sehen. Letzte Frage. Was glaubst du, wenn du jetzt so ein bisschen die aktuelle Situation abwägst und auch den Spielplan kennst, schaffen wir das jetzt dieses Jahr noch mit dem Aufstieg oder eher nicht?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du jetzt, ich weiß, Trainer und Spieler sind ja immer so ein bisschen dagegen, von einem Endspiel zu sprechen, aber ich glaube, die nächsten beiden Spiele, Osnabrück und Wiesbaden, werden entscheidend sein. Also du musst jetzt, ich fand die Leistung grundsätzlich, also das Invest der Mannschaft in den letzten Spielen war okay. Also du kannst ja gegen Ingolstadt und gegen Aue niemandem vorwerfen, dass er nicht alles reingehauen hat. Und dieser Invest muss jetzt belohnt werden. Also du musst jetzt, und ich glaube, du hast die Chance, gegen formstarke Osnabrücker, gegen den direkten Konkurrenten auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, wenn du das Spiel gewinnst und dann auch mit einer großen Fanmasse nach Wiesbaden fährst, kannst du in diesen zwei Spielen vieles in die richtige Richtung lenken. So, Jungs, die 9-Punkte-Woche ist ausgerufen. Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Wiesbaden, um euch anzufeuern. Gebt alles für Blau-Schwarz, für den Verein. Auf geht's! 9 Punkte aus 3 Spielen. Yeah! Saarbrücken, du geiler Saarbrücken. Das nächste Mal gewinnst du, okay? 3 Punkte. Hallo Spieler vom FCS. Ich als selbsternannter Fußballexperte und Hobby- und Küchenpsychologe möchte hier nochmal ganz kurz anreißen, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier nur darum, dass man sie weghaue, dass man Wiesbaden, Essen und Bayreuth weghaue. Und ich zweifle da überhaupt nicht dran. Und ihr solltet auch nicht dran zweifeln, weil wir haben die Gelegenheit, wir haben das Können und ihr habt die Fans im Rücken. Alle hopp. In diesem Sinne blau-schwarze Grüße. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber haut sie weg! Haut sie einfach weg! So, Jungs, wir scheißen auf die letzten paar Spiele. Genauso wie ihr drauf scheißen müsse. Scheiße aufs Verlieren. Wir fahren am Sonntag nach Wiesbaden. Zusammen mit euch. Auf geht! Jungs, gib's Vollgas. Auf 3 Punkte. Alles Gute aus Vietnam vom Schweizer. Yeah! Wow! I feel good. I knew that I would not. So, Männer, jetzt wird gegen Wiesbaden ein ordentliches Geweih verzogen. Bayreuth wird filetiert nächste Woche. Und Essen kommt im Saarland bekanntlich auf den Teller. Nächste Woche Samstag. Also Mahlzeit. Männer, gemeinsam 100 Punkte, kämpfen und siegen. Jeder, der mit blau-schwarzer Klamotte dort draußen rumläuft, jeder, der das Handy am Ohr hat, um das Stadionradio zu verfolgen, jeder, der im Stadion steht und jeden Einzelnen von euch anfeuert, wir sind stolz auf euch, weil jeder Einzelne von euch hat dafür gesorgt, dass es Saarbrücken, du Geiler, überhaupt gibt. Das war nicht irgendeine Landeshauptstadt oder irgendein Nummernschild. Alter, das war jeder Einzelne von euch. Kennt ihr die Szene, wo der Sylvester Stallone die Cup umdreht, um die Mutter anzuschmeißen? Um im letzten Moment der Lucky Punch zu machen. Das war jeder Einzelne von euch, weil er gefightet hat. Das ist Saarbrücken, du Geiler. Und deswegen will ich, dass wir die gottverdammte 9 Punkte dorthin holen, wo sie hingehören. Und zwar nur Saarbrücken. Servus, Jungs. Ich bin's, Jesse. Ich will euch nur sagen, wir packen alles, wir schaffen alles. Egal, ob wir verlieren oder nicht. Wir sind der 12. Mann. Wir stehen hinter euch. Und wir werden die Saison so durchziehen und durchschrauben. Ich glaube fest an euch. Saarbrücken ist meine Heimat, ist mein Verein und ich stehe immer hinter euch. Und jetzt geben wir Gas, dass wir in Wiesbaden die 3 Punkte holen und die anderen 6 Punkte genauso. Auf geht's, Jungs! Auf geht's, Jungs! 9 Punkte, kämpfen und siegen! Moin, moin! Jungs, ihr schafft das! Mir klar waren euch. Gehen Gas und bringen 3 Punkte mit heim. Du bist meine Heimat, du bist mein Verein. Und weil ich dich so liebe, kann es kein anderer sein. Und wenn dich einer fragt, wo ich denn herkomme, sag ich stolz, ich bin Saarbrücker. Bin aus ganz bestimmtem Holz. Wir drücken euch die Daumen für die 9-Punkte-Woche. Männer, ich grüße euch aus Marseille, wo ich gerade weile und auch deswegen nicht in Wiesbaden sein kann. Aber von hier aus nur das Allerbeste, weil immer wenn der FCS in den größten
Schwierigkeiten, im Stress ist, hat es gezeigt, was auf den Platz bringen kann. Und ihr bringt es auf den Platz. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass am Sonntag die Kehrtwende losgeht. Und wie das euch der Batzi ja schon gesagt hat, die Knochen zusammensuchen, aufstehen und kämpfen. Nur der FCS. Euer Oliver. Jungs, die Saison ist noch lang. Wir können das noch schaffen, ne? Wir holen jetzt die 3 Punkte dort Wiesbaden mit. Die 9 Punkte holen wir auch noch und dann machen wir den Aufstieg klar. Komm, holt die 9-Punkte-Woche. Hey Jungs, unsere Aufgabe für diese Woche ist klar. 3 Spiele, 9 Punkte. Das Motto dazu, im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Mittagslauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Alle, 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 alle. FC Saarbrücken, FC Saarbrücken, FC Saarbrücken, alle. Auf geht's, Jungs. Lasst uns das Glück erzwingen. Zeigt der Liga, was Saarbrücken ist, dass sie uns niemals abschreiben sollten. Wir kommen wieder. Saarbrücken, du Geiler. Jo, servus. Ja, man, einfach weiter so wie die ganze Zeit. Und dann kommt das Dorf von ganz allein. Wir stehen weiter immer noch hinter euch, solange ihr so kämpft. Und da Kopf hoch und auf die nächsten Punkte. Mal noch ein paar Spiele. Da ist noch einiges drin. Sollte man nicht aufsteigen, da ist es nun mal so. Aber kämpfen. Solange ihr kämpft, stehen wir immer hinter euch. Und Dodo, Julius, ihr habt mir was versprochen an der Weihnachtsfeier. Also auf gegen Gas und für immer blau-schwarz. Wir glauben an euch. Vom FCS. Blau-schwarz ist unser Dress. Und wenn der FCS marschiert, weiß dann jeder, was passiert. FC vor, noch ein Tor. Kämpft auf das Feld. Kämpft. Kämpft einfach nur. Denn wir alle wollen in zweite Liga spielen. Sei es Fans, Verein oder Spieler. Wir geben euch unser Vertrauen. Wir vertrauen euch auf dem Feld. Wir lieben euch, egal ob ihr gewinnt, verliert oder unentschieden spielt. Es ist uns egal, wie ihr spielt. Es geht uns darum, dass ihr für den FC spielt und den FC unterstützt. Und die Liebe zu diesem Verein, die verbindet uns alle. Deshalb kämpft, Jungs. Kämpft, der Aufstieg gehört uns. Hallo, lieber FC Saarbrücken. Wir stehen alle gar hinter euch, egal was passiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben Tiefe, wir haben Höhe schon gehabt, aber egal, wir sind die 12. Mann, wir sind am Sonntag in Wiesbaden mit dabei, wir unterstützen euch, egal was passiert. Wir haben so eine gute Saison gespielt und so schöne Spiele gemacht gehabt, dann sollen wir kommt nicht in den Sand stecken. Ihr seid einfach die Besten für uns. Und so wird es auch immer sein. Wir sind immer FCS. Saarbrücken, du Geiler! Komm, auf geht's, Jungs! 3 Punkte! Auswärtssieg! Ah! Jungs, ihr habt's gehört. Wir stehen weiter hinter euch. Also, Brust raus, Kopf hoch und gemeinsam in die 9-Punkte-Woche. Viel Erfolg! Schwarz und liegt nicht in der Pfalz. Wir waren schon so oft tot gesagt, doch Totgesagte leben länger. Wir kommen wieder. Wir sind Saarbrücken von der Saar. Wir sind wieder da, egal ob Ost oder Süd, ob Nord oder West. Es regiert der FCS. Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken. Wir werden immer zu dir stehen. Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken.
egal, was auch passiert, wir halten immer nur zu dir. FCS. Ganz egal, was auch passiert, auch wenn wir mal ein Spiel verlieren. We are the best. Wir sind zerbrücken von der Saar. Wir sind wieder da. Egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West. Es regiert der FCS. Saarbrücke werden immer zu dir stehen. Saarbrücke werden niemals zu Saarbrücke. Wir werden immer zu dir stehen. Saarbrücke werden niemals zu Saarbrücke.
Jahre Hölle sind genug. Wir kommen wieder, haben wir geschrien. Wir sind wieder da, jeder kriegt, was er verdient. Ein Land, ein Verein, und alle stimmen ein. Ein großer Schritt, doch auch nicht mehr. Es gibt kein Zurück. So ziehen wir von Sieg zu Sieg, vom Saarland Cup bis zur Champions League. Ein Land, ein Verein, und alle stimmen ein. Blau und schwarze Macht. Saarland, Saarland, here we go. Blau und schwarze Invasion. Saarland, Saarland, FCS. Blau und schwarz schlägt unser Herz. Saarland, Saarland, Bundesbahn. Blau und schwarze Macht. Ik ben de nummer 11, Günther Thibaut, torjager van 1. FC Saarbrücken. Jetzt komt Schafa Senf. Gewinnen ist drin, gewinnen ist drin, gewinnen ist drin, gewinnen ist drin. Die Pille muss drin, die Pille muss drin, die Pille muss drin, die Pille muss drin. Es ist soweit, wir sind bereit, 90 Minuten, eine heilige Zeit. Saarbrücken gewinnt und zwar nicht zu knapp, blau-schwarzes Blut und jetzt geht's ab. Wir haben die besten Spieler, da guckt der Spielerdealer. Heute gibt's ein Schützenfest, das ihr nie mehr vergesst. Wir sind die Sieger in jeder Liga, die Überflieger, ihr nicht. Wir sind die Besten, nicht nur im Südwesten, von Kiel bis Bordeaux, gewinnen geht so. Wenn der D-Block den FC rockt, jeder Dummkopf im Block C hoch, dann geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Zu 0, 2 zu 0, 3 zu 0, 4 zu 0. Schaut alle her, es gibt noch mehr. Der Gegner spielt wie Flasche leer. Wir haben Trikots an, die man sich merken kann. Wir sind vom FCS, blau-schwarz ist unser Dress. Wir sind's, die hier den Takt angeben. FCS ist unser Leben. Wir spielen besser als der ganze Rest. Ludwigspark, aufgepasst, Schützenfest. Wenn der D-Block den FC hat, jeder Dummkopf im Block C hat, dann geht's ab, jetzt geht's ab. Wenn jeder abgeht, weil Eich im Tor steht, weil's dann abgeht und ihr abdreht. Wenn jeder abgeht, weil Eich im Tor steht, an Billy der 2 kommt keiner.
wieder vorbei. Caruso die 3, steht immer frei. Christian Stuff geht richtig drauf. Marcel Rosconi passt sowieso nie. Henrich Benschick, der Gegner Hemschick. Marcel Schendo, schnell wie Renklu. Peter die Mauer, Torschuss raushauer. Henry Heeren, nicht zu entbehren. Muss sein, setzt Gunther gut ein. Und mit der 11, Gunther himself. Wenn der D-Block den FC rockt, jeder Dummkopf im Block C hockt, dann geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab! Let's go Saarbrücken, let's go Saarbrücken, let's go Saarbrücken, ja! Let's go Saarbrücken, let's go Saarbrücken, let's go Saarbrücken, let's go Saarbrücken, ja! Let's go Saarbrücken, wenn jeder abgeht, im Tor steht, weil's dann abgeht und die antritt. Wenn jeder abgeht, weil euch im Tor steht. Ist drin, die Pille 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 ist drin. Heute ist so schöner Tag, das Feuer brennt schon wunderbar. Wir haben uns ganz schön entgedeckt, mit Fleisch und Bier und ein paar weg. Der Schwenger steht am Schwenger und schwenkt der feiner Schwenger über Flamm und mit auf Blut. Der Schwenger steht am Schwenger und schwenkt der feiner Schwenger, das macht unser Fleisch so gut. Ich hang Freunde im Glas, die sind auch alle schnell parat. Haben Hunger, Durst und Energie, was die Packe klar noch nie. Weil der Schwenger steht am Schwenger und schwenkt der feiner Schwenger über Flamm und mit auf Blut. Der Schwenger steht am Schwenger und schwenkt der feiner Schwenger, das macht unser Fleisch so gut. Sobald die Sonne am Himmel steht, ist jedem klar, was jetzt abgeht. Es wird alles ganz schnell beigeschleppt, was man so braucht für schönes Fest. Ja, der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der feiner Schwenker über Flamm und mit auf Blut. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der feiner Schwenker, das macht unser Fleisch so gut. Zum Schluss, da sind wir allgesättigt. Esse und trinke ist jetzt leer. Eins ist aber ganz schön sicher. Beim nächsten Motor geht noch mehr. Weil der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der feiner Schwenker über Flamm und mit auf Blut. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der feiner Schwenker. Das macht unser Fleisch so gut. Macht unser Fleisch so gut.
Guten Tag und liebe Grüße nach Bangkok zu Markus, der dort wahrscheinlich jetzt gerade wieder im Fitnessraum schwitzt, zu Alexandra, die mit ihrer Familie beim Abendessen sitzt, zu Oliver, der mit seinem Kumpel im Partykeller sitzt und sich diese Folge anguckt, und zu ganz vielen, zu euch nach Hause ins Homeoffice oder vielleicht auch zu Diana in die Waschstraße. Ach, es war so schön. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo ihr überall immer die Folgen Tauzi ruft anguckt. Es war, hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr schön, wo und wie ihr das alles schaut. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit der neuen Folge. Eine kleine Woche Pause gemacht, weil ganz ehrlich, nach dem Elversberg-Spiel hatte ich ein paar Tage lang keine große Lust, über den ersten FC Saarbrücken zu sprechen. Langsam geht's wieder und deswegen freue ich mich sehr auf das kommende Heimspiel gegen Ingolstadt und freue mich sehr, dass unser Neuer sich ganz viel Zeit genommen hat in seinem Hotelzimmer, damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen können. Marcel Gauss ist im Winter zu uns gewechselt und ich sag euch, das ist ein richtig guter Typ. Total geerdet, sehr, sehr witzig, sehr bescheiden und ich glaube, also allein menschlich ist Marcel Gauss ein riesiger Gewinn für den FCS und ich habe auch den Eindruck, dass er schon ganz gut bei uns angekommen ist. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über seinen Start natürlich in Saarbrücken, über seinen bisherigen Weg. Er ist ja aus Düsseldorf, hat es dort auch in den Profikader geschafft, war dann beim FSV Frankfurt, hat dort ordentlich für Furore gesorgt. Dann hat er, wie ja andere Spieler auch in unserem Team, ein dunkles Kapitel, das in der Nähe des Saarlandes stattfindet. Das haben wir, soweit es geht, ausgespart und haben uns auch noch ein bisschen über die letzten 5 Jahre unterhalten, nämlich über den FC Ingolstadt, die ja am Samstag zu uns in Ludwigspark kommen. Und da ist er natürlich der Experte. Deswegen haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht. Und wie gesagt, ein sehr, 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 sehr netter Typ. Es gab am Ende ein paar technische Probleme. Das lag an der Internetverbindung im Hotel. Aber ich habe versucht, die Fragen, die dann kurz hängen geblieben sind, nochmal zu stellen, sodass ihr wirklich nichts verpasst. Samstag sehen wir ihn wahrscheinlich zum ersten Mal im Ludwigspark im Einsatz dann, im FCS-Dress. Und das ist ein besonderer Spieltag, ein Aktionsspieltag, denn am kommenden Sonntag jährt sich der terroristische, rassistische Anschlag von Hanau zum dritten Mal. Und deswegen steht auch der Spieltag am Samstag bei uns im Stadion unter einem besonderen Motto. Es ist ein Aktionsspieltag in Gedenken an die Opfer von Hanau. Es wird am Samstagabend auch eine Demo geben in der Saarbrücker Innenstadt und am Sonntag eine Mahnwache in Saarbrücken. Viele von unseren Fans engagieren sich dort, Gott sei Dank, und wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass es ein paar Idioten waren, das kann man nicht anders sagen, die da im letzten Jahr für sehr negative Schlagzeilen gesorgt haben, als es auch da in der Nähe des Bahnhofs eine Gedenkveranstaltung gab zu Hanau und dann einige da aufgetreten sind und Plakate zerstört haben und irgendwelches rassistisches, krankes Gedankengut von sich gegeben haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Verein und vor allem die Fans zeigen, dass Rassismus nichts im Fußball oder überhaupt irgendwo verloren hat. Deswegen sehr, sehr toll und sehr schön, dass wir am Samstag diesen Aktionstag haben. Es wäre schön, wenn viele von euch ins Stadion kommen und das Ganze unterstützen. Bitte nicht zu spät kommen. Es wäre super, wenn ihr bis 20 vor 2 dann schon im Stadion wärt und auch auf euren Plätzen, weil es also ungefähr so 10 Minuten vorm Spiel dann auch eine Schweigeminute und einige Aktionen geben wird. Und es wäre schön, wenn viele, viele von euch dabei sind, um das zu unterstützen. So viel zu Samstag und jetzt ganz viel Spaß mit Marcel Gauss und mit Tauzi ruft an. Hi, auch wenn du jetzt schon 2 Wochen bei uns bist, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen beim ersten FC Saarbrücken. Ja, vielen Dank. Waren sehr turbulente, schnelllebige Tage, die ich erlebt habe. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Hast du denn das Gefühl, du bist schon angekommen im Verein? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Leute drumherum haben sich wirklich bestmöglich bemüht, mir den Einstieg zu erleichtern. Und dementsprechend ging das doch recht zügig. Ich war gefühlt jeden Tag unterwegs, habe hier und dort die ganzen Untersuchungen absolviert. Und das ging wirklich sehr, sehr gut und flüssig. Und dementsprechend war der Einstieg einfach. Heute ist so schöner da, das Feuer brennt schon wunderbar. Wir haben uns ganz schön entgedeckt, mit Fleisch und Bier und ein paar weg. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt ein feiner Schwenker über Flamm und nicht auf Blut.
Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der Pfeil am Schwenker. Das macht unser Fleisch so gut. Ich hab ein paar Freunde im Glas. Die sind auch alle schnell parat. Haben Hunger, Durst und Energie. Was die Packe klammern da nie. Weil der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt ein feiner Schwenker über Flammen und mit auf Blut. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt ein feiner Schwenker, das macht unser Fleisch so gut. Sobald die Sonne am Himmel steht, ist jedem klar, was jetzt abgeht. Es wird alles ganz schnell beigeschleppt, was man so braucht für schönes Fest. Ja, der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt ein feiner Schwenker über Flammen und mit auf Blut. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt ein feiner Schwenker, das macht unser Fleisch so gut. Zum Schluss, da sind wir all gesättigt. Esse und trinke ist jetzt leer. Eins ist aber ganz schön sicher, beim nächsten Motor geht noch mehr. Weil der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt der feiner Schwenker über Flammen und mit auf Blut. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum FCS Fanradio aus dem Ludwigspark zu unserer Partie unseres ersten FCS heute gegen Rot-Weiß Essen. Mein Name ist Kai und wie immer an meiner Seite der Mann, der auch das Önningsche Fußballprinzip erklären kann, der Sven. Ja, danke. Ich danke Sie, lieber Kai. So steht es im Fanblog von Rot-Weiß Essen, auch eine nette Zaunfahne. Ich danke Sie, ich danke Ihnen. Auch herzlich willkommen von mir hier aus dem Ludwigspark, sonnendurchflutet heute gegen Rot-Weiß Essen, ein Traditionsduell. Und da sind wir natürlich gespannt, wer hier Sieger wird. Wir wollen natürlich hoffen, dass die drei Punkte hier heute im Park bleiben und haben natürlich auch eine gute Unterstützung dabei. Da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Definitiv nicht. Also ich bin heute nur guter Dinge, dass das heute klappt.
Also wir haben für alles gesorgt, damit alles funktioniert heute, oder? Richtig, der Nachwuchs ist da und insofern kann da gar nichts schief gehen. Und wenn es schief geht, dann ist der Nachwuchs halt vom Fanradio schuld. In der Tat, also dann gibt es eine Sperre von 2 Spielen, wie es auch Kraus erfahren hat. Ja, der ist heute draußen. Aber erstmal gehen unsere Grüße raus an unsere Mitstreiter. Den Ole muss ich heute nicht grüßen, der ist im Park. Ich glaube, der Freddy auch. Liebe Grüße an Ricky, falls du nicht da bist. Dann alle Schreiber auf ludwigspark.de. Dann natürlich hier auf YouTube. Besondere Grüße wie immer an Ole. An Bobo natürlich. Bobo Eierland auch mal an dieser Stelle gegrüßt. Und wie ihr alle heißt, super Fußballwetter. Die Blöcke sind pickepacke voll, was die Fantribünen betrifft. Es sind gut 2000 mitgekommen. Unser Stehplatzblock ist auch ausverkauft. Also es ist alles eigentlich angerichtet für ein Fußballfest heute hier im Ludwigspark. Und zu einem Fußballfest gehören auch 2 Mannschaften. Ja, lieber Sven, wen willst du machen? Ey, dann würde ich heute die Saarbrücker machen. Okay, da fangen wir mit den Gästen an. Also du. Wunderbar. Der Trainer heute ist, wie immer bei denen zurzeit, Christoph Dabrowski im Tor. Jakob Karl Gerhard Golz, richtig, der Sohn von Richie Golz. Die Nummer 3 trägt Felix Herzenbruch. Die Nummer 4 der Kapitän Felix Bastians. Björn Rother trägt die Nummer 6. Dann die Nummer 7 Andreas Wiegel. Lawrence Innerli die 18. Dann ein Mann mit einem Namen wie eine Kurzgeschichte. José Enrico Rios Alonso mit der 23. Felix Götze, der ja im Hinspiel gegen uns getroffen hat mit der 24. Isai Ahmad Jung mit der 30. Thomas Eisfeld mit der 32. Und Gutzahn Kefki mit der 38. Auf der Bank Wienand, Römmling, Fandrich, Berlinski, Holzweiler, Blechatti, Müsel, Sponsel und der Tarnert. Schiedsrichter ist heute Patrick Schwengers mit seinen Assistenten Marco Scharf und Alexander Roppelt. Ja, lieber Sven, er muss ja tauschen. Wer kommt rein für Gausi? Ja, dann im Tor erstmal Daniel Batz, wie immer natürlich dann Kasim Rabic, unser Kapitän Manuel Zeitz, Marvin Kuhli dabei, Bonny Uofera, Biano Tölke, Dave Knase, Calogero Rizzuto ist wieder fit und dabei, Lukas Böder, Richie Neudecker und Luca Kerber. Auf der Ersatzbank Ersatztorwart Julian Bauer, Pius Kretschmer, Mike Franz, Robin Scheu, Dominik Becker, Andy Breuer, Justin Steinkötter, Julian Günther Schmidt und Adriano Grimaldi. Und hier kommen jetzt die Mannschaften aufs Feld von Rot-Weiß Essen in den Traditionsfarben Weiß und Rot und wir natürlich in Blau-Schwarz. Schiedsrichter Patrick Schwengers mit seinen Assistenten Marco Scharf und Alexander Roppelt. Und es ist ein bisschen rot im Block von Rot-Weiß Essen. Da ist das Brausepulver ausgekippt und jetzt sieht es so aus, als ob der Gästeblock nichts mehr sieht. Wir haben schon vorher ein bisschen geunkt, was da unter den Zaunen fahren wo ist. Also ich glaube, das letzte Mal war es, wo Kaiserslautern da war. Die hatten auch ein bisschen Brausepulver dabei und machen ein bisschen chemikalische Experimente im Gästeblock. Das soll uns nicht weiter irritieren. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis angestoßen wird, weil die Sicht da hinten ein bisschen schlecht ist. Ja, da raucht's und krabbelt's. Feuerwerk in Saarbrücken im Gästeblock. Das kostet wieder Geld. Jetzt kommt der Rauch langsam zu uns. Wird langsam in Richtung rosa Farben. Ja, die haben ordentlich was da mitgebracht. Jetzt sehen wir gleich schon mal das Tor von den Essener nicht. Ja. Die Wahl der Seiten ist schon mal geglückt. Jetzt gehen erstmal die Essener noch zu ihren Fans. Und Saarbrücken hat die Wahl verloren, müssen also erstmal auf unser Heimtor spielen. Mal gespannt, ob das Spiel pünktlich anfängt, weil man sieht recht wenig. Ich fühle mich ein bisschen rosa. Kai, gibt es das rosa Haus noch? Gibt es das rosa Haus noch oder ist das rosa Haus hier? Und sie feiern gerade sehr stark.
auf jeden Fall ein zarter Magenta-Anflug, vielleicht auch eine Werbekampagne. Das könnte natürlich auch sein, Magenta-Farben, richtig. Ja. Vielleicht haben wir auch die rosa-rote Brille heute auf und sehen alles nur richtig geil. Sehr gerne. Auf jeden Fall spielen wir heute von links nach rechts in Halbzeit 1. Daniel Batz, ja, so langsam wird es besser mit der Sicht. Es verteilt sich, es riecht halt ein bisschen nach Silvester. Also, da haben sie ordentlich was im Gepäck dabei gehabt, die Essener. Und sind schon bei 14:01. Geht also, denke ich mal, gleich los, wenn die Sicht dann völlig frei ist. Aber das ist sie jetzt auch. Und dann wird Schiedsrichter Patrick Schwengers gleich anpfeifen. Saarbrücken hat den Anstoß mit Kasim Rabic. Der Einzige, der am Anstoßkreis steht. Und dann wird es wahrscheinlich jeden Augenblick losgehen. Ihr habt es gehört. Anstoß auf Neudecker. Geht schon gleich nach vorne. Ja, alles nochmal von vorne. Was war da jetzt los? Einer zu früh reingelaufen. Oh je, der Schiedsrichter nimmt es also ganz genau. Also nochmal. Rolle rückwärts und Anstoß wird wiederholt. Jetzt nochmal. Rabic auf Gnase. Uaferro, jetzt hat der Schiedsrichter nichts dagegen. Dann versuchen wir es erstmal hinten um. Uaferro, weiter Ball auf die linke Seite. Auf Rizzuto, aber der kann den nicht bekommen. Sodass es erstmal den Einwurf für die Essener von der rechten Seite gibt. Da hinten in Höhe ihrer Strafraummarkierung. Vor Gerhard, Jakob, Karl Golz. Wow, ist ein Name wie ein Satz. Saarbrücken hat den Ball verloren. Aufpassen, gefährlich. 2 gegen 2 Situation. Hoffentlich wird das nicht teuer. Im Strafraum, abseits. Gott sei Dank. Das hätte teuer werden können. Die Unaufmerksamkeit da im Mittelfeld. Aber Glück gehabt, Abseitssituation. Prima Stimmung hier im Ludwigspark, auch von den Gästen, die da richtig, ah, da kommt der zweite Rauch nochmal raus, glaube ich, die aber auch stimmgewaltig hier sind, aus einer der größten Städte des Ruhrgebiets. Über Kerber, rechte Seite. Geht's jetzt hier weiter auf Kuni, der ist schnell, kriegt er den Ball noch. Ah, der Essener erstmal Höhe der Eckfahne, bleibt der Sieger, aber der zweite Ball geht wieder auf Kerber. Könnte reinflanken auf Kuni mit der Hacke. Rabic nochmal dabei, erster Eckball Saarbrücken. Ja, das ist doch gut. Auch die Saarbrücker schaukeln sich warm. Für den ersten Eckball kurz ausgeführt. Neudecker, Flanke rein. Möglichkeit, oh, abgefälscht und Tor für den ersten FC Saarbrücken. So geht es. Proteste von den Essener wird nichts bringen. Jawohl. Saarbrücken at the best. 3. Minute, glaube ich. Und dann rappelt es hier schon. Immer noch Diskussionen von den Essener. Marvin Kuni, dem gönnen wir es ja absolut nochmal dreifach. Wie geil ist das denn? In der 3. Minute, vielleicht warst du sogar schon in der 2. Minute, macht Saarbrücken mal alles richtig und netzt sofort ein. Jawohl, sehr schön. Jetzt kommt Essen nochmal von der rechten Seite. Der Ball war meinerweise im Ausgefecht. Der Ball ist im Strafraum, aber dann ist es Tölke da. Also hier ist richtig Bambule in den ersten Minuten im Ludwigspark. So wollen wir es sehen vom FC. Aber Essen auch natürlich ein starker Gegner, lässt sich da im Strafraum, muss erstmal Lukas Böder den Ball da rausbuxieren, müsste Einwurf geben oder gibt es Eckball? Schauen wir mal. Glaube ich, gibt es sogar Eckball, den ersten von Essen von der linken Seite, also aufpassen. Ein Blitz, ein Start wie die Feuerwehr, besser kann man es nicht machen. Aber jetzt, erste Ecke von links, Rot-Weiß Essen. Gefährlich. Aufpassen. Weg mit der Kirsche. Oh, schießt er erstmal den linken Rücken des eigenen Spielers an. Der Ball erstmal aus der Gefahrenzone raus, aber dennoch Essen ist
nicht da. Daniel Batz kann das Leder aufnehmen. Durchatmen hier. Ja, da hat Neudecker den Ball auf dem Rücken bekommen. Und deswegen macht Daniel Batz mit dem Ball das Richtige. Schießt ihn erstmal aus, aber geht weiter. Also der Befreiungsschlag direkt auf Richie Neudeckers ramponierten Rücken sozusagen. Geht aber weiter. Marvin Kuni. Heieiei. Wie geil ist das denn? Solche Geschichten kann auch nur der Fußball schreiben. Aus dem Gewimmel heraus macht er endlich das Richtige und netzt zum 1:0. Tolle Stimmung hier natürlich in Saarbrücken. Vor bestimmt gut 10.000, 11.000 Zuschauern. So kann man eine so wichtige Partie anfangen. Und hoffen wir auch, dass wir so sie beenden werden. Es ist noch reichlich zu spielen. Uaferro spielt sich den Ball mit Neudecker auf der linken Seite zu. Da hinten der Ball immer noch bei Neudecker. Uaferro. Jetzt der lange Ball in die Mitte. Ja, der Kuni ist schnell. Ah, machen sie es mit der Hacke. Haben sie Glück gehabt, die Essener. Gar nicht schlecht da nach vorne gebracht, den Ball. Essen wieder mit der Hacke, aber dann ist Zeitz da. Wow. Fruchtiger Einsatz da, gibt auch Freischuss zurecht. Die Essener pöbeln schon wieder mit der Nummer 4. Wer ist es? Felix Bastians, der Kapitän. Sollte sich ein bisschen zurücknehmen. Ja, ja, es sind immer die anderen. Kennen wir. Freistoß Saarbrücken über Tölke, über Manu Zeitz, Gnase. Alles in Höhe der Mittellinie. Ja, die sind natürlich auch giftig gallig da, die Essener. Aber das kann uns ja nur gut zu Pass kommen, sodass das hier eine richtig flotte Partie wird. Tölke, Böder. Ja, erstmal Glück gehabt, den Ball noch an den Füßen gehabt. Spielt auf Kerber weiter. Der Dreier muss es mit dem Kopf richten. Einwurf Kerber auf nicht, sondern Böder macht es dann direkt vor Rüdiger Ziel. Immer noch Einwurf jetzt auf Kerber. Kriegt Böder den Ball wieder zurück. Spielt auf Tölke. Der nimmt Daniel Batz mit, der vor seinem Tor aufpasst. Und jetzt den Ball wieder auf Tölke spielt. Rechte Seite weiterhin. Jetzt kommt der lange Schlag. Kuni nicht im Abseits. Am Strafraum angekommen. Marvin Kuni 2 gegen sich. Ja, bleibt da hängen. Aber Einwurf für Essen. Hat den Fuß dann noch dazwischen gehalten. Also es soll flott nach vorne gehen von den Saarbrückern. Warum auch nicht? Einwurf Essen, Zeitz wieder, sein Gegenspieler Tölke abgeschossen. Der liegt da am Boden. Warum schießen wir uns dann gegenseitig immer ab? Neudecker, gut aufgepasst. Ja, sollte er vielleicht den Ball erstmal ins Ausspielen. Nee, er spielt den Ball auf Kuni. Der hat freie Bahn und dann doch abseits. Uiuiui, das war auch eine knappe Entscheidung. Tölke muss jetzt erstmal behandelt werden, weil, glaube ich, Zeitz ihn abgeschossen hat auf den Kopf. Ah, das war eine knappe Entscheidung auf Kuni da. Gut gespielt. Böder nochmal sauer. Aber Tölke schüttelt sich und kann weiterspielen. Kannst ja auch den eigenen Angriff da nicht unterbinden. Kuni ist halt super schnell. Aber da war ein Stückchen zu schnell wohl und lief somit ins Abseits. Kann passieren. Essen fummelt da hinten schon wieder recht viel rum in der eigenen Abwehr. Aber über rechts geht es erstmal weiter für Essen. Ja, schöner Körpereinsatz für Saarbrücken. Haben sie den Ball über Kasim Rabic. Da ist wirklich auch die Körperlichkeit da. Die nehmen es an, die Saarbrücker Jungs. War auch kein Foul. Es ist ja ein Kontaktsport, Fußball. Und sie holen immerhin den Einwurf raus von links, die Saarbrücker. Rizzotto auf Kerber. Er ist frei, aber gibt erstmal den Einwurf. Sind gut positioniert da, die Saarbrücker. Sind richtig schnell im Spiel. Und kriegen jetzt von links ein bisschen weiter vorne den Einwurf. Rizzotto dürfte es wieder sein. Gauss ist ja für 2 Spiele gesperrt. Einwurf auf Neudecker. Neudecker kriegt den Ball wieder zurück. Bleibt im Ballbesitz über Rizzotto. Der bringt die Flanke rein. Essen erstmal verteidigt den Ball aus dem Strafraum raus. Und da ist schon wieder Kerber. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Da war doch gar nichts los. Was da der Schiedsrichter gesehen hat, keine Ahnung. Freistoß für Essen. Etwas merkwürdig, aber wir müssen es ja annehmen. Ist auch gut, dass es in der dritten Liga keinen Videoschiedsrichter gibt. Das halte ich für häufig keine gute Aktion. Oh, Essen ist schwer nervös.
Stoppfehler oder Stockfehler des Essener. Es gibt Einwurf für Saarbrücken. Rechte Seite, einfach den Ball nicht richtig angenommen und trudelte einfach dann ins Aus auf Seiten der Essener. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. Jetzt bei Verlust Saarbrücken. An der Mittellinie gibt es den Freistoß für Essen, weil Zeitz ein bisschen zu viel die Hände mit ins Spiel genommen hat. Aber Shake Hands. Jo, Schiedsrichter, was schwätzt du denn da jetzt nochmal? Ist doch alles klar. An sich doch die Hand gehen. Sollen sie noch einen Kaffee zusammen trinken? Nochmal den Ball zurück. Mein Gott, nochmal. Schiedsrichter nimmt sich da extrem wichtig, meiner Meinung nach. Jetzt aus der Position da im Mittelfeld. Ja, jetzt haben wir deinen Pfiff gehört. Gott, nochmal. Okay, es geht weiter für Essen. Der Gästeblock da richtig gut gefüllt. War ja, Osnabrück hatten ja auch ihre Auswärtsfahrt hier gehabt. Und die Essener ja eh immer gewaltige Unterstützung da. Ein bisschen Absprachefehler. Muss Daniel Batz den Ball erstmal ins Aus befördern, sodass es den Einwurf von der rechten Seite gibt für die Essener. Keine ungefährliche Situation, weil es schon im Strafraumbereich da ist von der rechten Seite aus. Also aufpassen. Weiter Einwurf. Der kommt wie ein Strahl. Aber erstmal verteidigt über Rizzotto. Bleibt aber dennoch bei den Essener erstmal auf der rechten Seite dabei. Kommt die Flanke rein. Der ist ganz gefährlich und da ist er drin. Ganz Parade, Daniel Batz. Das gibt's ja gar nicht, wie der den Ball hält. Der Ball ist nicht drin. Riesenchance für den Essener. Der hat 30 Zentimeter vor der Torlinie und dann weiß ich nicht, was Daniel Batz da macht. Der hält den Ball, das ist ja unfassbar. Ein ganz klares Tor hätte das sein müssen, aber Batz kriegt die Finger irgendwie noch dran. So, das ist weiter beim 1-0 für Saarbrücken bleibt. Das ist ja unglaublich. Geile Parade von Daniel Batz im Liegen. Das war eigentlich klar, dass der Ball reingeht. Der stand frei. 1,50 Meter vielleicht braucht er Netzen und dann ist es wieder Batz, der da eine Heldentat macht. Aufpassen im Strafraum. Gibt es den Eckball nochmal. Essen kommt. Sind schon wieder am Protestieren. Die sind nur am Protestieren irgendwie. Was wollen sie denn da schon wieder gesehen haben? Durchatmen. Also dieses 1-0 ist gut, aber das ist noch gar keine Bank. Zweite Ecke von der linken Seite für Essen. Und da ist es auch die 38. Oguzhan Kefkir, der da so wahnsinnig weit einwirft. Und jetzt ist es die Ecke, aber von einem anderen. Hochkonzentration Saarbrücken. Also die Essener sind hier keineswegs geschockt. Ecke kommt rein, Kopfball erstmal geklärt, Rabic am Strafraum, Essen behält den Ball, Schuss geblockt. Aber dennoch über links wieder den Ball für Essen. Nehmen wir nochmal an, gehen in die Reihe, Flanke rein, wird gedrückt, geschubst, gemacht. Ball ist erstmal im Aus, lieber Kai. Hier ist eine Menge los, oder? Absolut. Pickepacke, volle Ringe, Pickepacke. Volles Spiel, was wir da unten sehen. Erstmal der Kuni, der sich endlich belohnt hat für seine tollen Leistungen. Und der Batzi wieder überragend, wie der denn da hinten rauskratzt, rauspischt. Also, hier ist eine Menge drin. Aber ein kleiner Funfact: die härtesten 45 Minuten stehen es noch bevor, weil alle Tore von RWE fielen in den zweiten 45 Minuten im Jahr 2023. Also, sollten wir doch mal probieren, nochmal nachzulegen. Aber RWE erstmal wieder in Ballbesitz in unserer Hälfte. Jetzt wieder hintenrum gespielt. Ja, diese 9-Punkte-Woche, die ja von Tauzi ausgerufen worden ist. Momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. Nach dem Tor von Kuni in den Anfangsminuten. Der FCS ist auch stabil, steht gut. Rennt jeder für jeden. Sven hat es ja auch schon gesagt, für Gausi ist heute Rizzotto an Bord. Gaus fehlt auch noch beim kommenden Spiel montagsabends in Freiburg, wo wir natürlich auch für euch vor Ort sein werden und berichten werden. Aber bis jetzt läuft ganz gut. Es gibt mittlerweile Einwurf von der linken Seite. Vor gut 10.000 Zuschauern im Ludwigspark hier beim Spielstand von 1-0. Wir sind in der 14. Spielminute. Es gibt einen Einwurf, wie gesagt, von Rizzotto. Allerdings direkt zum Gegner, egal. Zeit schmerzt es aus. Böder, langer Ball, sollte in Richtung Kerber gehen, aber ein bisschen zu ambitioniert. Ball geht in Seiten aus. Gibt Einwurf für Rot-Weiß.
Essen. Momentan sind die auf Platz 14. Sind zwar unten so ein bisschen raus, aber brauchen natürlich auch noch Punkte gegen den Abstieg. Ja, spielen sie den Rückraum in der Hälfte des FCS. Kerber schön mit dem Fuß raus. Ja, Kuni muss dann wahrscheinlich jetzt abdrehen. Verliert den Ball. Aber Ritchie, super Ritchie ist ja da noch. Schöner Ball von Kerber auf Rabihic, der die Woche schon zweimal getroffen hat. Über die rechte Außenbahn. Könnte Böder mitnehmen. Macht direkt Flankball hinein. Aber da kann Essen erstmal klären. Habe schon den Torschrei auf den Lippen gehabt, weil es eine super Flanke war. Von Rabihic, der Böder nicht mitnimmt, sondern es direkt probiert. Ja, da merkt man das Selbstvertrauen von Kasim, das er die letzten Wochen aufgebaut hat durch tolle Trainingsleistungen und auch sehr gute Spiele. Also er ist unter dem neuen Trainer Ziel auch schon gegen Jahresende aufgeblüht. Da gab es eine Verletzung, aber jetzt gehört er einfach in die erste Elf, die Nummer 7 beim ersten FC Saarbrücken. Also sehr gut gemacht. Jetzt, Ball auf der rechten Außenbahn. Kommt aber wieder zu den Essenern, aber da stand Felix Bastians im Abseits. Ah, was auch schön zu sehen ist, der Bastians und der Zeitz, die beiden Kapitäne, die werden heute viel miteinander zu tun haben. Bastians ja unter Trainer Dabowski eher für die Offensive eingesetzt. Und ja, also viele spannende Duelle hat man ja schon einige Male jetzt gesehen auch. Bitte? Mal sehen, wie es weitergeht. Weiter geht es auf jeden Fall jetzt mit dem Abschlag. Also der Freistoß von Batz nach vorne. Ja, da verlängern die Essener und freiwillig kommt der Ball dann nochmal in den Strafraum. Aber bevor Kuni drankommt, ist der Jakob Karl Gerhard Golz am Ball. Sein Papa kennt ihr ja wahrscheinlich alle noch, wenn ihr so ein älteres Semester seid wie ich. Das ist der Richard Golz, der beim HSV Freiburg gespielt hat. Sein Sohnemann hält jetzt auch Torwart bei RWE allerdings. Ja, die probieren jetzt mal, sich da über die linke Seite durchzukombinieren. Mal kurz in die Zentrale, jetzt geht es wohl nochmal über die linke Außenbahn. Böder dazwischen gibt Einwurf für Rot-Weiß Essen von der linken Seite. Das macht die 38, der kann lang und weiter Kefkir. Und so macht das jetzt auch weit rein, fast bis an den 5 Meter am Kopf vor Verlängerung von Bastians. Uafero verlängert, Rizzuto muss das Ding rausprügeln. Richtig, in Seiten aus, gibt Einwurf für RWE von der rechten Seite. In der Hälfte des ersten FC Saarbrücken, aber noch weit weg vom Saarbrücker Strafraum. Bei tollem Fußballwetter. Die Ränge sind schön gefüllt. Die Zehen haben wir geknackt. Da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Und jetzt müssen wir noch mal was Langes machen. Was Schönes. Götze gewinnt allerdings das Laufduell gegen Kuni. Und auch der Torhüter Golz kommt raus und köpft das Leder. Dann erstmal auf die Außenbahn. Essen in Ballbesitz. Ja, das Foulspiel von Uafero. Nichts Wildes, gibt aber Freistoß für RWE von der rechten Seite, quasi an der Mittellinie. Zu Götze zurückgespielt. Der auf rechts. Ja, hat die linke Seite ein bisschen verwaist, das sehen die Essener auch. Spielen über Herzenbruch zu Kefkir. In die Zentrale, aber Gnase dazwischen. Naja, da gehen beide zum Ball. Der Roter geht zum Ball, der Gnase geht zum Ball. Und da zeigt der Schwengers an Gelb. Gelb für Gnase, seine 6. in dieser Saison. Also beide gehen zum Ball. Gnase ist sogar vorher noch am Ball. Trifft dann den Gegner, aber Zweikampf. Für mich keine gelbe Karte. Wird jetzt kurz behandelt, aber steht ja gleich schon wieder. Also muss es auch weitergehen für den Björn Rother.
Ja, und im Essener Block wird wieder gezündelt. Im Hinspiel, wenn ihr euch erinnert, zwar ein Montagabendspiel, ein Spiel zum Vergessen. Wir haben ja 1-0 verloren in Essen. Und da gab es auch aus unserem Block massiv Büro. Und ich glaube, die wollten zeigen, das können wir auch, und haben heute massig an Pyrotechnik mitgebracht. Die ca. 2000 Essener, die hier mitgekommen sind, ins schönste Bundesland der Welt. Also weiter 1-0, Spiel unterbrochen. Er steht wieder, der Roter. Und da steht der Kefkir unter Eisfeld zum Freistoß bereit. Das macht Kefkir. An den 5-Meter-Raum, Kopfballabwehr von Bjarne Tölke. Ins Seitenaus, gibt nochmal Einwurf für RWE, rechte Seite, Höhe Saarbrücker Strafraums. Das macht Andreas Wiegel für RWE. Da nimmt auch lange Anlauf in den Strafraum hinein, Kopfballabwehr von Gnase und Richie Neudecker, erstmal mit dem Schlag raus. Ja, die letzten Minuten, so Ballbesitz, mehr für RWE. Es gab eine Riesenmöglichkeit auch für Rot-Weiß Essen, aber Daniel Batz im Verbund mit den Abwehrleuten. Klasse, die Situation geklärt. Jetzt bräuchten wir nochmal was für die Offensive, vielleicht jetzt über Rabihic. Nein, er wird ein bisschen gehalten, könnte man auch drüber nachdenken, dazu pfeifen. Aber wird nicht gepfiffen. Es geht weiter über Kefkir mit einem Schlag in Richtung Bastians. Tölke wird da zu Fall gebracht. Schiri sagt, nee, komm, Vorteil. Kerber ist jetzt aber zugestellt. Verliert den Ball. Gnase wird jetzt aber gelegt. Wird jetzt gelegt von Enali. Gibt Freistoß für den FC. Noch in der eigenen Hälfte. Knapp vor der Mittellinie. Macht Böder kurz zu Tölke. Gnase, Tölke. Und zu Manuel Zeitz, der heute wieder am Zentrum des Dreierabwehrverbunds steht. Böder eher so leicht nach vorne gezogen, lässt sich dann auch auf der rechten Seite nach hinten fallen, wenn es in die andere Richtung geht. Ja, jetzt muss der Tölke dazwischen. Das macht er auch gut. Spielt in die Zentrale. Zu Rizzuto. Der sieht, dass links der Super Ritchie läuft. Der Neudecker. Der Ritchie Neudecker. Flankenball. Auf Koli. Auf Koli. Und wie hält der den denn? Dieser Golz. Riesenmöglichkeit. Tolle Flanke von Neudecker. Und irgendwie kriegt der Golz die Fäuste noch hochgerissen. Und kann das Ding parieren. Riesenmöglichkeit für den ersten FC Saarbrücken in Minute 22 durch Kunium hier auf 2-0 zu erhöhen. Schade. Ritchie fast mit seinem 13. Assist. Da hat er schon 12-mal Vorlagen gegeben für Torschützen. Also Riesenmöglichkeit. Aber genauso weitermachen, Nadelstiche setzen und die nicht so oft in den Strafraum kommen lassen. Dann habe ich heute ein gutes Gefühl hier im Looper, dass wir unsere Hausaufgaben machen gegen RWE. Danach geht es ja auch direkt wieder weiter, also Montagsspiel dann ja gegen Freiburg, nicht kommenden Montag, sondern Montag drauf. Dann kommt, glaube ich, schon der Waldhof, also pickepacke volle Saison, die wir jetzt noch haben. Und das liegt uns. Und jetzt wird der Neudecker gefault. Der Schiri fällt hin, sieht's nicht. Schuss! Batzi hält. Also hier ist eine Menge drin. Eine Menge Rock'n'Roll. Hier geht's richtig rund. Ein Spiel, was wir uns alle erhofft haben. Vor allen Dingen auch mit dem Spielstand, den wir uns erhofft haben. Ja, jetzt klares Foul an Dave Gnase, der ja schon gelb vorverwarnt ist jetzt. 60 führt übrigens in Aue, sehe ich gerade. Duisburg führt gegen Ferl. Ja, nur so am Rande, weil es gerade auf unserer Anzeigetafel angezeigt wird. Also Freistoß. Neudecker, Rabihic, Linksfuß, Rechtsfuß, Beifuß, Rückfuß. Also alles steht da parat. Es wird wohl Ritchie machen, den Ball reinbringen. So schaut's aus. Wieder schön reingebracht. Kopfball Tölke. Knapp dran vorbei am Gehäuse von Gülz. Also Sven, hier ist Musik drin. Hier ist wirklich richtig Musik drin.
Schiedsrichter ist nicht gerade auf unserer Seite, habe ich den Eindruck. Pfeift vieles für Essen. Aber da müssen wir uns auch durchsetzen. Riesenchance da eben. Ich glaube, Marvin Koni war es. Das hätte das 2-0 sein müssen. Wie vorhin auf der anderen Seite das 1-1. Also da ist dann ausgeglichen. Aber Saarbrücken, gutes Spiel gegen einen starken Gegner hier, die jetzt den Ballverlust haben im Strafraum. Neudecker! Oh, aber war abseits. 10 cm vorbei. Ein paar Risse sind da in meiner Abwehr drin von Essen. Ist es das Ziel, die auszunutzen, da die Fehler. Da haben sie jetzt Glück gehabt, dass das nochmal abseits war. Wobei der Ball ja eh ins Ausgegangen wäre. Aber, wie gesagt, packendes Spiel, würde ich mal behaupten, auch für die Neutralen. Beobachter, Essen lässt sich hier keineswegs gehen. Jetzt schon wieder ein Stoppfehler von einem Essener. Gibt Einwurf für Saarbrücken, aber dennoch bringen die auch viel Power mit hier. Nicht nur von den Rängen, sondern auch auf dem durchaus grünen Rasen, der, glaube ich, gut zu bespielen ist. Und jetzt ist Saarbrücken wieder mit dem weiten Ball auf Kuni. 1-1 Situation. Kerber nochmal dabei. Und Essen hat es dann erstmal geregelt. Jetzt über die rechte Seite. Essen nochmal mit dem langen Ball. Aufpassen. Zeitz dabei im Strafraum. Kommt der Vierer nochmal ran. Kapitän ist das über die rechte Seite. Ja, pfeift dann natürlich auch gleich wieder den Freistoß. Also ich habe so eine anogene Berührung, wird da sofort gepfiffen. Bin gleich wieder da. Schon die Insekten auf mich zu. Die musste ich erstmal entfernen. Jetzt wieder eine gefährliche Freistoßsituation da hinten. Von der rechten Seite in Höhe der Strafraummarkierung. Müssen wir aufpassen. Also Schiedsrichter meiner Meinung nach da häufig auf der Seite der Essener. Wie heißt denn der gute Mann? Patrick Schwengers, der da eher ein rot-weißes Herz hat. Habe ich den Eindruck. Egal, vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Jetzt gilt es darum, den Freistoß aufpassen. Er ist drin, gefährlich. Kopfball geht oben drüber. An den Fünfer. Da schraubt sich einer hoch. Ich glaube, es war Björn Rother. Und dann geht der Ball aber einen halben Meter über das Gehäuse von Daniel Batz. Drüber. Durchatmen. Hier mit der knappen Führung. 26. Minute sind wir mittlerweile schon. Batz kriegt den Ball nochmal zugesprochen. Weiter Schlag rechte Seite. Ja, Grabitsch nochmal dabei, aber Luca Kerber kriegt den Einwurf zugesprochen. Böder macht es wahrscheinlich. Ball erstmal bei Rüdi, dem Betreuer, nicht bei Rüdi, unserem Trainer und Manager, sondern beim Betreuer. Jetzt ist der Einwurf schon ausgeführt. Tölke hat den Ball zurück, Batz gespielt. Der erstmal hinten im Schatten verweilen kann. Ist nachher auch so eine Sache da. Spielt dann Daniel Batz gegen die Sonne, aber denke mal, das wird erkennen. Batz mit dem weiten Schlag nach vorne. Auf die linke Seite. Ja. Neudecker läuft hinterher. Und der andere versucht. Ja, Neudecker nochmal im Ballbesitz. Schön wieder giftig dazwischen gegangen. Abschlag gibt es dennoch für Essen. Aber so muss es einfach ja sein, den Gegner so schnell wie möglich dazu Fehlern zu zwingen. Rabihic läuft sich auf Wund. Aber egal. Ball immer noch bei Golz im Strafraum. Jetzt auf seine linke Seite gespielt, da ist Rabiert schon wieder da. Entschuldigung, es war Kuni. Weiter Ball nach vorne. Zeitz mit dem Kopfball. Ja, erstmal verloren in Höhe der Mittellinie. Aber Neudecker ist wieder da. Wendig, schön den Ball da abgeluchst auf Uaferro. Das sieht auch spielerisch gut aus, was sie da machen. Lassen die Essener da gar nicht richtig zum Zuge kommen in dieser Phase. Ball bei Daniel Batz. Macht das wieder gleich mit einem langen Ball. Mal gucken. Ja, der Ball jetzt lang, aber auf die rechte Seite. Kerber wird da umgerannt. Aber Schiedsrichter sagt, ist nichts. Also eigentlich jede Berührung von Saarbrücken wird als internationale Härte abgetan. Und bei den Essenern ist es immer ein Freistoß. Merkwürdig. Einwurf, Gnase dazwischen. Wieder Neudecker. Oh, geht doch fruchtig rein, da der Essener Spieler. Gnase hat den Ball. Auf Kuni. Kuni, Böder. Aber Einwurf für Essen. Gibt noch ein bisschen Rauchtöpfe da. Auf in dem Essener Block. Jetzt nochmal rot. Aufpassen. Zeitz mit dem Kopf auf Kerber. Ja, da kommt ein Ball nicht richtig ran. Aufpassen. Uaferro ist da.
Wird aber schnell bedrängt, der Ball hoch in der Luft. Gnase wieder Kerber, Ball aber nicht so wirklich mitgenommen, sondern die Essener machen es dann über die rechte Seite. Also Balleroberung, Neudecker ist da, ist alles in Höhe der Mittellinie, spielen sie erstmal zurück, müssen zurückspielen, weil Saarbrücken gut positioniert ist. In dieser 29. Minute, wie gesagt, 1-0 weiteren Führung, zweite Minute, Marvin Kuni macht's, hat er nochmal eine Riesenchance gehabt, jetzt läuft er nochmal da ins Abseits, hätte aber eh nicht bekommen den Ball, Golz, Gerhard, Jakob Karl hat den Ball und spielt ihn auf seine rechte Seite. Da ist schon wieder Rabiec dabei, Kuni, Kerber, die positionieren sich da recht hoch und dann kommt der weite Ball, wieder Gnase mit dem Kopf geklärt, Kerber mit dem Ball, kann er auch nicht erstmal richtig kontrollieren, Ball mehr in der Luft als an den Füßen, es gibt Einwurf für Essen vor Rüdiger Ziel, für die 38, Kefke, der so weit einwerfen kann, macht er jetzt auch schon mal wieder weit. Ist es erstmal noch der Ball in der Luft. Kopfballduell, Neudecker nochmal daran. Ja, Rizzotto mit dem weiten Schlag auf die linke Seite. Der Ball geht ins Aus. Einwurf. Kann nochmal geguckt. Jennecke heute gar nicht dabei. Das wurde doch nicht gereicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Tobi Jennecke, wie gesagt, nicht dabei. Aber wir sind auch trotzdem natürlich gut besetzt jetzt. Da hinten mit dem nächsten Einwurf für Essen. Noch weit entfernt von Daniel Batz. So dass da nicht wirklich Gefahr ausgeht. Rechte Seite mit dem Einwurf jetzt ausgeführt. Uaferro schön dazwischen. Essen, der liegt schon wieder am Boden, aber diesmal pfeift der Schiedsrichter mal nicht. Also die fallen mir da ein bisschen zu viel. Die werden natürlich von ihrer Sicht sagen, kriegen ständig was auf die Socken. Böder macht es fair und bringt den Ball ins Aus, also darf jetzt behandelt werden. Da hinten hat er, der Essener, einen Schlag anscheinend auf den linken Fuß bekommen oder Knöchel. Durchatmen. Betreuer dürfen noch nicht rein. Keine Behandlung, Unterbrechung, dann war es wohl doch nicht so schlimm. Läuft auch schon wieder recht gut. Gibt es noch ein paar Diskussionen. Einwurf für Essen, aber die werden ja, denke ich mal, den Ball dann zu uns spielen, fairerweise. Also schon durchaus giftige Partie, aber nicht überhart und auch nicht irgendwie besonders aggressiv, sondern einfach die berühmte internationale Härte bei einem Kontaktsport, wie Fußball es nun mal ist. Batzi hat den Ball, legt ihn erstmal wie ein rohes Ei nach draußen, geht ein bisschen nach vorne und geht. Und geht und geht und geht. Essener ziehen sich weit zurück. Jetzt kommt einer raus und jetzt macht Batz den Ball lang. Sehr lang. Tölke nochmal im Kopf. Kuni versucht da nochmal reinzugehen. Neudecker, Kerber, aber dann ist der Ball bei Golz gelandet. Also Abschlag für ihn. Oder macht er wieder den Ball weit auf Uaferro. Der ist gut positioniert. Sieht Rizzotto auf Kasim Rabiec, der wird gefoult und endlich mal gibt es den Freistoß auch für Saarbrücken mal. Wahnsinn. Aber der Essener windet sich schon wieder, obwohl es den Freistoß gibt für Saarbrücken. Also die liegen mir wirklich ein bisschen zu viel da auf dem Boden. Jetzt darf er behandelt werden. Also Spielfluss dadurch ein wenig unterbrochen. Wieder eine Verletzungsunterbrechung. Und es gibt gleich den Freistoß, aber für uns ca. 10-15 Meter auf der linken Seite in der Hälfte von Rot-Weiß Essen. Muss ausgewechselt werden. Also kann wohl nicht weitermachen, der Spieler von Rot-Weiß Essen. Dann war es wohl doch bei seiner Verteidigungsaktion, hat er sich wohl verletzt. Und muss raus. Neuer Spieler kommt von Essen. Können wir alle nochmal durchschnaufen. Jetzt hier in der 33. Minute. Es wird natürlich nachgespielt. Denke, 2 Minuten gibt es mit Sicherheit obendrauf. Ja, muss erstmal seine lange Buchse auch noch ausziehen. Der Spieler von Rot-Weiß Essen. Es wird noch dauern. Dann werden sie wahrscheinlich in Unterzahl sein. Also fairerweise natürlich gute Besserung für den Essener Spieler, der da kaum auftreten kann. Linke Knöchel ist es wohl.
wo er sich da verletzt hat. Und wünschen wir ihm, dass er da schnell wieder auf die Beine kommt und nichts Schwerwiegendes davon trägt. Freistoß, Neudecker dabei. Dauert natürlich ein bisschen, weil er gestützt werden muss von den medizinischen Männern da um Rot-Weiß Essen herum. Sind erstmal ein Mann weniger. Das geht jetzt dann, denke ich mal, gleich weiter, bevor die Nummer 31 gleich reinkommt. Niklas Tarnath, der Sohn von Tanne Tarnath, die Bayern-Legende. Ja, muss auch. Sieht nicht gut aus. Von dem Spieler da. Das ist Björn Rother. Ja, geht doch nochmal Verletzungszeit. Also der Spieler darf neu rein. Niklas Tarnath. Und jetzt gibt es dann mit dem Freistoß für Saarbrücken. Dann nach gefühlten 5 Minuten endlich weiter. Neudecker macht den Ronaldo. Und bringt den Ball dann jetzt rein. Weit lang der Ball. Oh, geht direkt ins Aus. Schade. Idee nicht schlecht, den so vor den Fünfer zu spielen. Aber an der Position war leider kein Saarbrücker Spieler da, sodass es Abschlag gibt für Gerhard Jakob Karl Golz. Fast ein artiger Name. Über die rechte Seite macht's Essen lang. Gnase, Kopfball geworden auf Kerber. In der Zentrale rübergespielt. Gnase jetzt. Das könnte was werden. Gnase, Schussversuch, Innenpfosten. Und Tor für den FCS. Innenpfosten und er geht rein dabei. Das haben wir auch schon anders gehabt. Das Glück ist uns wiederholt. Gnase einfach aus 25 Meter abgezogen. Und er geht dabei aus Goldsicht links an den Innenpfosten. Und hinein ins Glück. Einfach und schön kann doch einfach Fußball sein. Gnase hat gesehen, da war schon keine richtige Zuordnung. Viel Platz da aus der Zentrale und dann hat er auch das nötige Glück. Und dann geht er bei vom Innenpfosten in rein. Mein Gott, vor ein paar Spielen haben wir noch gedacht, da gehen sie alle Innenpfosten raus. Und endlich ist das Spielglück auch zu Recht wieder da. Wir haben ja Spiele verloren, die wir richtig gut gespielt haben. Aber wenn du die Ergebnisse nicht holst, ist auf einmal alles schlecht. Und das stimmte ja natürlich auch nicht. Zeitz. Mit dem Ball nach vorne wieder. Auf Kuli, der mit dem Hinterkopf erstmal auf Rabihic, aber dann sind es die Essener. Ja, Freistoß. Das dürfte Götze sein. Ziel bringt dem 24er, genau, Felix Götze, Bruder von Mario Götze, gleich wieder nach vorne. Freistoß gibt es dann von der linken Seite. Neudecker auf Rizzuto nochmal, aber dann ist Essen über die rechte Seite, die erstmal Neudecker anschießen. Einwurf. 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, hat mal eine Legende hier gesagt, nämlich Dieter Ferner. Und da wollen wir uns auch gern dran halten. Aber nehmen natürlich gerne dieses Momentum mit 2-0 in Halbzeit 1. Kerber, Scherenschlag nach vorne auf Rabihic. Kerber wieder da rein. Die Essener erstmal kein Abseits, aufpassen. Und jetzt doch Abseits. War für mich auch schon vorher Abseits. Gut gesehen, aber der Schiedsrichterassistent hat so lange gewartet, bis erstmal der Ballbesitz dann war für den Essener. Und dann wurde abgepfiffen. Die sind immer noch guter Dinge da, die Essener in ihrem Block. Das sind bestimmt gut und gern 1500 bis 1700 Menschen aus dem Ruhrgebiet. Im Moment hört man nur unseren Block, die Virage. La, 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 la. Wieder Freistoß. Mein Gott, nochmal. Freistoß über Freistoß. Felix Götze. Felix der Glückliche darf den Freistoß dann da hinten nochmal machen. Und wir schauen weiter aufs Spiel mit ein bisschen gelasseneren Atemzügen. Was hat Essen noch anzubieten? Weiter Ball. Böder ist da. Böder ist nicht da. Böder ist da. Einwurf. Erstmal wieder für den gefährlichen Kefkir. Oh, Gutsan. Oh, Gutsan. Kefkir von der linken Seite
wird wahrscheinlich wieder den Ball da wie ein Strahl reinwerfen. Ja, weiter Anlauf, genau wie ich es gesagt habe. Erstmal aufgestürzt, Glück gehabt, aufpassen, der Ball ist gefährlich. Gnase, wer denn sonst rettet da wieder mit dem Befreiungsball erstmal aus. Essen hat den Ball. Was ist jetzt los? Ah, jetzt liegt ein Saarbrücker auch mal am Boden. Ja, lieber Kai. 2-0, gefährliches Ergebnis, aber dennoch, so einfach kann man ja Fußball sein, ne? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich hab ja nichts anderes drauf als so Floskeln. Ja, also 2-0. Aber um uns direkt wieder vom hohen Rost runterzuholen, wie gesagt, Essen, alle Tore 2023 in der zweiten Halbzeit geschossen. Also da werden wir noch viel, viel Arbeit vor uns haben, auch in Halbzeit 2. Aber es gefällt mir, nur dass der Tölke ein bisschen angeschlagen ist, gefällt mir nicht. Hat auch schon einiges abbekommen. Dann gefällt mir nicht, dass der Dave Gnase, ja, schon gelb vorbelastet ist, eben eine Situation hatte, wo ich gedacht habe, oh nee. Ich denke auch, dass Dave leider dann wohl raus muss in der Halbzeit, weil er stark gelb-rot gefährdet ist. Und der Tölke probiert einen Angriff einzuleiten, gelingt aber nicht ganz, weil Rabic ein bisschen Verstand, egal. Superici haben wir auch noch. Spielt hinten rum, jetzt erstmal zu Böder. 2-0. Wann haben wir das letzte Mal 2-0 geführt in der Halbzeit? Ja, okay, ja, gut, es war jetzt vor kurzem mit Bayreuth und so weiter, aber davor. Ne, Freunde der Sonne, es macht richtig Spaß. Und ich glaube, wir hatten unsere Schwächephase zum richtigen Zeitpunkt, wenn es das überhaupt gibt, eine Schwächephase zum richtigen Zeitpunkt zu haben, weil die Mannschaft ist jetzt voll da! Genau wie der Kuni, aber mit der Schulter! Ja, warum ist der denn zu groß? Kann man da Elfmeter pfeifen? Kann man da Elfmeter pfeifen? Okay, Patrick Schwengers aus Bayern sagt, nein, kann man nicht. Somit geht es weiter mit dem Abstoß, hinten über Golz, da ja auch, muss man dazu noch sagen, pardon, dass der FCS ja auch eine Riesenmöglichkeit hat, da noch über Kuni mit diesem massiven Kopfball, aber den hat er gehalten. Beim Stand von 1-0 hat auch Batzi einen, ja quasi nicht haltbaren Ball gehalten. Da denkt man wieder, der hat 94 Gliedmaßen, wie der das Ding irgendwie wieder rausgeschraubt hat. Das war für mich wieder der Beweis mit unserer Nummer 1, mit dem besten Torhüter der dritten Liga unter Vertrag. Das auch noch Gott sei Dank bis 24. Also er bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Langer Ball jetzt von RW über die rechte Seite. Probieren sie da, aber Rizzotto, der ja heute wieder spielt, hat ja Probleme gerade mit den Bändern. Gausi ist ja draußen wegen seiner roten Karte. Fehlt ja 2 Spiele. Deswegen Rizzotto jetzt nochmal. Schade, schade, dass man Rizzotto nicht schon am Anfang der Saison geholt hat. Er war ja verfügbar, aber irgendwie war da jemand da, der den nicht so gerne wollte. Und ja, jetzt hat man ihn. Wir sind alle mächtig froh, dass wir einen wie Rizzotto da auf der linken Außenbahn haben. Das ist ein Vollblutfußballer, heimatverbunden. Und das ist schön. Der Ball jetzt bei RWE in der Hälfte des FC, aber Tölke wieder dazwischen. Sehr gut gemacht, Bjarne. Und langer Ball von Böder. Aber ich glaube, Rabihic wäre auch im Abseits gewesen. Aber das ist kein Abseits, wenn der Kuni da dran kommt. Wenn er da dran kommt. Aber er kommt nicht dran. Schade, schöner Ball von Richie Neudecker, wieder mit so einer Idee. Aber ja, da war der Gegenspieler leider einen Schritt schneller. Wie lange haben wir noch in Halbzeit 1? 2,5 Minuten, es wird was drauf geben, verletzungsbedingt. Es gibt nochmal Einwurf für Essen, jetzt von der linken Seite, nur des Saarbrücker Strafraums. Da hört man vielleicht im Hintergrund so ein bisschen mal so Glocken läuten. Das ist der Glockenhorst. Das ist der bekannteste RWE-Fan. Sitzt leider seit geraumer Zeit im Rollstuhl, aber bekannt für sein Glockenspiel. Das ist jetzt auf ein Instrument bezogen. Nochmal Flankenball. Hinein! Kopfballabwehr von Dave Gnase. Und kommt Rizzotto da noch von seinem Gegenspieler dran? Ja, bekommt. Kommt er. Aber kann den Ball einfach nur in die gegnerische Hälfte prügeln. Also weiter. Spielstand 2-0 hier im Park. 2 Minuten plus gibt es hier noch in Halbzeit 1. Und es macht Spaß. Bislang. Hier. Aber ihr kennt ja alle unseren FC. Nachher brauchen wir nochmal Truppe.
Ihr wisst, was ich meine. Langer Ball, kommt nochmal rein. Tölke mit einer Kerze, die da nicht hingehört in den Strafraum. Und Kerber haut das Leder erstmal raus. Kuni kommt da aber dann nicht dran. Jetzt schön mit einem 2-0 in die Pause gehen. Das wäre schon Gold wert. Flankenball nochmal rein. Da muss Batzi hin und da ist auch der Batzi. Und hält das Leder fest in seinen Pranken, die leicht deformiert sind. Ihr wisst ja alle, seitdem Fortuna Düsseldorf-Spiel. Ja, kann er kein Handmodel mehr werden auf QVC. Das gelingt nicht mehr. Aber muss er auch nicht werden. Ist ein guter Keeper. Und zwar beim nicht besten, aber geilsten Verein der Welt. Ich kann das alles erzählen, weil der Ball wieder hinten ist. Beim Keeper Golz diesmal. Ja, kommt der Ball zu Regie noch? Ja, probiert dann auch direkt weiterzuleiten. Der hat ja so Ideen, womit keiner rechnet. Kerber auf rechts, auf Rabihic, der schon schöne Flanken reingebracht hat in diesem Spiel. Auch wieder rechts wie links zu finden. Und drin jetzt wird er gelegt. Und da kann man auch mal, da kann man auch mal gelb zeigen. Gegen Thomas Eisfeld. Weil da war mehr Frust drin als Lust drin. Da kann man auch mal am Trikot nesteln und den gelben Karton rauszücken. Das war für mich eine gelbe Karte. Gerade wenn man das voll von Gnase sieht, ein roter. Also kann man da auch mal einen gelben Karton zeigen. Bleibt aber drin bei, wer ist er nochmal? Schwengers, heißt er. Der Schiedsrichter der heutigen Partie. Freistoß über Super. Oder ich könnte mir vorstellen, diesmal Rabihic, weil der Ball dann in Richtung Tor gedreht werden würde, so weit, so an den 5-Meter-Raum. Ich glaube, diesmal macht es Rabihic. Also Rabihic oder Superici? Wer macht den Freistoß? Es macht Rabihic. Genau wie wir gesagt haben, aber Kopfballabwehr erstmal von RWE. Ja, die laufen jetzt erstmal da hinten ein bisschen fest. 3 Minuten gibt es oben drauf. Langer Ball nochmal, sollte in Richtung Kuni gehen, aber egal. Zweiter Ball wieder beim FC über Kuni. Was macht er? Rabihic. Kerber, rechte Außenbahn. Probiert dann nochmal Rabihic mit so einem Gnase. Bloß kein Foul spielen. Lieber Dave, du hast schon gelb. Deswegen ist er, glaube ich, nicht dazwischen gegangen. Im Block von RW raucht es wieder. Horst, der Glockenhorst, schwingt wieder die Glocke. Und Essen ist in Ballbesitz in der Hälfte des ersten FC Saarbrücken. Aber Saarbrücken ist schon wieder hinten drin. Hat dieser Brücker schön formiert. Und da wäre auch, denke ich mal, der Manu wieder bei Bastians. Wie gesagt, vielleicht so das Duell des Spieltags heute beim FC Bastians gegen. Und jetzt fliegen Bälle in Richtung Tribüne. Das muss nicht sein. Dort können auch Kinder sitzen oder überhaupt sowas macht man nicht. Das muss nicht sein. Ich mag es auch, wenn es rot leuchtet im eigenen Block, aber Böller in andere Blöcke schießen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen asozial. Ball jetzt gelandet bei Superici. Spiel links, genau, bei Rizzuto. Rizzuto kommt nochmal mit. Jetzt Grazele, jetzt ist 3-0. Komm, Rizzuto zieht ab und Weihe zieht ab. Geht knapp am Gehäuse vorbei. Knapp am Kasten vorbei. Also, weiterhin 2-0. Ich will gleich einen Ingwer-Tee holen. Meine Stimme geht schon wieder weg. Ja, die englischen Wochen, die nagen auch. Und das Stimmchen. Also, Halbzeit 2-0. Wir melden uns pünktlich wieder. Die 9-Punkte-Woche ist ausgerufen. Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Wiesbaden, um euch anzufeuern. Gebt alles für Blau-Schwarz, für den Verein. Auf geht's! 9 Punkte aus 3 Spielen. Yeah! Saarbrücken, du geiler Saarbrücken. Was? Nächstes Mal gewinnst du, okay? 3 Punkte. Hallo.
junge Spieler vom FCS. Ich als selbsternannter Fußballexperte und Hobby- und Küchenpsychologe möchte hier nochmal ganz kurz anreißen, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier nur darum, dass ich sie weghaue, dass ich Wiesbaden, Essen und Bayreuth weghaue. Und ich zweifle da überhaupt nicht dran. Und ihr solltet auch nicht dran zweifeln, weil wir haben die Gelegenheit, wir haben das Können und ihr habt die Fans im Rücken. Alle hopp. In diesem Sinne blau-schwarze Grüße. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber haut sie weg! Haut sie einfach weg! So, Jungs, mir scheiße auf die letzten paar Spiele. Genauso wie ihr drauf scheißen müsse. Scheiße aufs Verlieren. Wir fahren am Sonntag nach Wiesbaden. Zusammen mit euch. Auge! Jungs, gib's Vollgas. Auf drei Punkte. Alles Gute aus Vietnam vom Schweizer. Yeah! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So, Männer, jetzt wird gegen Wiesbaden ein ordentliches Geweih verzogen. Bayreuth wird filetiert nächste Woche. Und Essen kommt im Saarland bekanntlich auf den Teller. Nächste Woche Samstag, also Mahlzeit. Jeder, der mit blau-schwarzer Klamotte dort draußen rumläuft, jeder, der das Handy am Ohr hat, um das Stadionradio zu verfolgen, jeder, der im Stadion steht und jeden Einzelnen von euch anfeuert, wir sind stolz auf euch. Weil jeder Einzelne von euch hat dafür gesorgt, dass es Saarbrücken, du Geiler, überhaupt gibt. Das war nicht irgendeine Landeshauptstadt oder irgendein Nummernschild. Alter, das war jeder Einzelne von euch. Kennt ihr die Szene, wo der Sylvester Stallone die Cup umdreht, um den Motor anzuschmeißen, um im letzten Moment der Lucky Punch zu machen? Das war jeder Einzelne von euch, weil er gefightet hat. Das ist Saarbrücken, du Geiler. Und deswegen will ich, dass wir die gottverdammte 9 Punkte dorthin holen, wo sie hingehören. Und zwar nur Saarbrücken. Servus, Jungs. Ich bin's, Jesse. Ich will euch nur sagen, wir packen alles, wir schaffen alles. Egal, ob wir verlieren oder nicht. Wir sind der 12. Mann. Wir stehen hinter euch. Und wir werden diese Saison so durchziehen und durchschrauben. Ich glaube fest an euch. Saarbrücken ist meine Heimat, ist mein Verein und ich stehe immer hinter euch. Und jetzt geben wir Gas, dass wir in Wiesbaden die 3 Punkte holen und die anderen 6 Punkte genauso. Auf geht's, Jungs! Auf geht's, Jungs! 9 Punkte, kämpfen und siegen! Moin, moin! Jungs, ihr schafft das. Wir glauben an euch. Gehen Gas und bringen 3 Punkte mit heim. Du bist meine Heimat, du bist mein Verein. Und weil ich dich so liebe, kann es kein anderer sein. Und wenn dich einer fragt, wo ich denn herkomme, sag ich stolz, ich bin Saarbrücker. Bin aus ganz bestimmtem Holz. Wir drücken euch die Daumen für die 9-Punkte-Woche. Männer, ich grüße euch aus Marseille, wo ich gerade weile. Und auch deswegen nicht in Wiesbaden sein kann, aber von hier aus nur das Allerbeste, weil immer wenn der FCS in den größten Schwierigkeiten, im Stress ist, hat es gezeigt, was auf den Platz bringen kann. Und ihr bringt es auf den Platz. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass am Sonntag die Kehrtwende losgeht. Und wie das euch der Batzi ja schon gesagt hat, die Knochen zusammensuchen, aufstehen und kämpfen. Nur der FCS. Euer Oliver. Jungs, die Saison ist noch lang. Wir können das noch schaffen, ne? Wir holen jetzt die 3 Punkte dort Wiesbaden mit. Die 9 Punkte holen wir auch noch und dann machen wir den Aufstieg klar. Komm, holt die 9-Punkte-Woche. Hey Jungs, unsere Aufgabe für diese Woche ist klar. 3 Spiele, 9 Punkte. Das Motto dazu: Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Mittagslauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Alle, 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 alle. FC Saarbrücken, FC Saarbrücken, FC Saarbrücken, alle. Auf geht's, Jungs. Lasst uns das Glück erzwingen. Zeigt der Liga, was Saarbrücken ist, dass sie uns niemals abschreiben sollten. Wir kommen wieder. Saarbrücken, du Geiler. Jo, servus. Ja, man, einfach weiter so wie die ganze Zeit. Und dann kommt der Dorf von ganz allein.
Wir stehen weiter immer noch hinter euch, solange ihr so kämpft und da Kopf hoch und auf die nächsten Punkte. Mal noch ein paar Spiele, da ist noch einiges drin. Sollte man nicht aufsteigen, da ist es nun mal so, aber kämpfen. Solange ihr kämpft, stehen wir immer hinter euch. Und Dodo, Julius, ihr habt mir was versprochen an der Weihnachtsfeier. Also auf gegen Gas und für immer blau-schwarz. Wir glauben an euch. Blau-Schwarz ist unser Driss. Und wenn der FCS marschiert, weiß dann jeder, was passiert. FC vor, noch ein Tor. Kämpft auf das Feld. Kämpft. Kämpft einfach nur. Denn wir alle wollen in der zweiten Liga spielen. Sei es Fans, Verein oder Spieler. Wir geben euch unser Vertrauen. Wir vertrauen euch auf dem Feld. Wir lieben euch, egal ob ihr gewinnt, verliert oder unentschieden spielt. Es ist uns egal, wie ihr spielt. Es geht uns nur darum, dass ihr für den FC spielt und den FC unterstützt. Und die Liebe zu diesem Verein, die verbindet uns alle. Deshalb kämpft, Jungs. Kämpft, der Aufstieg gehört uns. Hallo, lieber FC Saarbrücke. Wir stehen alle gleich hinter euch, egal was passiert, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben Tiefe, wir haben Höhe schon gehabt, aber egal, wir sind die 12. Mann, wir sind am Sonntag in Wiesbaden mit dabei, wir unterstützen euch, egal was passiert. Wir haben so eine gute Saison gespielt und so schöne Spiele gemacht gehabt, dann sowas kommt nicht in den Sand stecken. Ihr seid einfach die Besten für uns. Und so wird es auch immer sein. Wir sind immer FCS. Saarbrücken, du Geiler! Komm, auf geht's, Jungs! Drei Punkte! Auswärtssieg! Ah! Jungs, ihr habt's gehört. Wir stehen weiter hinter euch. Also, Brust raus, Kopf hoch und gemeinsam in die 9-Punkte-Woche. Viel Erfolg! Schwarz und liegt nicht in der Pfalz. Wir waren schon so oft totgesagt, doch Totgesagte leben länger. Wir kommen wieder. Wir sind Saarbrücken von der Saar. Wir sind wieder da. Egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West. Es regiert der FCS. Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken. Wir werden immer zu dir stehen. Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken. Wir werden niemals egal, was auch passiert, wir halten immer nur zu dir. FCS. Ganz egal, was auch passiert, auch wenn wir mal ein Spiel verlieren. We are the best. Wir sind Saarbrücken von der Saar. Wir sind wieder da, egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West, es regiert der FCS. Yeah.
sind wieder da. Egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West, es regiert der RTS. Saarbrücken, wir werden niemals zu Saarbrücken, wir werden niemals zu Saarbrücken, wir werden niemals untergehen. Und herzlich willkommen zurück hier aus dem Saarbrücker Ludwigspark-Stadion zum Spiel unseres ersten FC Saarbrücken gegen Rot-Weiß Essen. Spielstand 2:0, Torschützen Kuni und Gnase. Ich schaue gerade mal, ja, Gnase ist auch noch weiterhin mit dabei, okay. Habe gedacht, er wird rausgeholt vor sich selber, weil er ist doch stark gelb-rot gefährdet. Ja, als ich eben gerade zurück war, habe ich mal eure ganzen Glockenthematiken hier durchgelesen. Freunde der Sonne, googelt doch einfach mal Glockenhorst Rot-Weiß Essen. Da werdet ihr ihn sehen. Eine absolute Kultfigur bei RWE. Und schön, dass man auch solche kultigen Fans, auch wenn es von Gegnern sind, mal wieder im Stadion hat. Weil dem sein Herz gehört auch nur einem Verein, wie unser Herz es auch tut. Und wie gesagt, also solche Fans sind immer herzlich willkommen. Im Gegensatz zu anderen, die hier Böller in andere Blöcke schießen, wie es RWE eben kurz vor Pause gemacht hat. Also, RWE hat gewechselt. Berlinski ist jetzt drin. Und Bastians, also Doppelspitze. Ich gucke gerade, wer für Berlinski raus. Also Young ist raus, dafür Berlinski drin. Also jetzt Doppelspitze mit Bastians und Berlinski. Es ist angerichtet für Halbzeit Nummer 2. Schiri zählt nochmal durch, hat sich verzählt. Glockenhorst hört man wieder im Hintergrund. Wunderbar, er ist auch wieder zurück. Und los geht's, RWE mit Anstoß. Jetzt von links nach rechts in Richtung FCS-Kurve. Saarbrücken in Richtung Kurve von RWE. Wie gesagt, die haben jetzt zum zweiten Mal gewechselt. Mussten ja vorhin schon verletzungsbedingt einmal Roter rausnehmen. Und wie gesagt, jetzt umgestellt auf zwei Stürmer. 4-4-2 spielen sie jetzt vorne. Also Obacht, wie gesagt, alle Tore hat RWE. 23 in Halbzeit 2 geschossen. Und hoffentlich heute nicht.
ein Tor in Halbzeit Nummer 2. Also maximal 1 wäre drin. Mehr können sie knicken. Einwurf gibt es mittlerweile für den ersten FC Saarbrücken von der linken Seite. Einwurf für den FCS. Das macht Calogero Rizzuto. Ja, aber ein bisschen zu kurz. Gibt nochmal Einwurf für den FCS. Wieder von der linken Seite in der eigenen Hälfte. Weit nach vorne. Ja, Ball ist wieder im Aus. Also vom Einwurf quasi nochmal ins Aus. Der Ball hatte Efe. Gibt Einwurf jetzt für RWE. Da steht Götze völlig frei. Ja, der wird auch angeworfen. Der Mann, der ja im Hinspiel das goldene Tor für RWE erzielt hatte. Heute Gott sei Dank noch nicht so oft vorne zu finden. Essen im Spielaufbau über die rechte Seite, über Rios Alonso. Ball abgefangen über Gnase. Rizzuto auf Rabihic. Da stand nicht im. Ich wollte gerade noch sagen, er stand nicht im Abseits, aber es hat wohl der Assistent Marco Schaaf besser gesehen als ich. Gibt Freistoß für RWE kurz gemacht. Über Götze, Rios Alonso jetzt auf die linke Seite bei ruschiert. Alles noch in der Hälfte von RWE. Nochmal zu Rios Alonso. Auf rechts jetzt hat sich Wiegel ein bisschen fallen lassen. Die Nummer 7. Götze. Ja, und da wird Wiegel von Rizzuto ein bisschen umgesenzt. Gibt Freistoß für Rot-Weiß Essen. Bei bestem Fußballwetter hier vor schöner Kulisse. 11, ja, vielleicht ein bisschen sogar mehr 1000 dürften es sein heute. Es ist ein zweiter Ball im Spiel, warum auch immer. Essen im Ballbesitz. Über Tarnath, der ja vorhin auch neu reinkommen musste für Rota. Zurück nochmal zu Golz. Essen hinten rum, Saarbrücken rückt jetzt so allmählich auf. Probiert so eine leichte Pressing-Situation zu erzeugen. Gelingt aber nicht. Oh, und da kommen sie jetzt durch. Und jetzt wird es gefährlich. 2-1. Aber Bonnet grätscht da noch in den Ball rein. Ja, da wurden wir einmal übertölpelt. Also 10.410 Zuschauer offiziell heute im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Ball kommt jetzt nochmal scharf rein. Auf den eingewechselten Belinski, aber dann geklärt. Der eben mal die gute Chance durch Inali, der immer wieder über die linke Seite auch mal wirbelt bei RWE. Ein junger, schneller Spieler, dem die Mannschaft aus dem Ruhrpott da hinten hat. Also, Obacht! Es kann ganz schnell gehen. Gut stehen. Saarbrücken muss sich jetzt auch ein bisschen umstellen, weil da zwei direkt in der zentralen Position vorne drin stehen mit Berlinski und halt auch mit Bastians. Jetzt gerade wieder einen Eckball rausholen für RWE. Aus unserer Sicht von der linken Seite wird er gleich ausgeführt werden. Eckball noch nicht. Jetzt kommt er rein. 5 Meter Raum. Kopfballabwehr wieder Bonnet, der eben ja also schon so schön geklärt hat. In allerhöchster Not. Und jetzt, ja, wurden sich bis hinten fest. Dave muss immer ein bisschen aufpassen. Ich habe immer ein bisschen Angst. Wie gesagt, stark gelb-rot gefährdet, Dave Gnase. Aber er will es erstmal so weiter probieren, der Rüdiger Ziel. Wie gesagt, auch kommende Woche, beziehungsweise ist ja dann übernächste Woche, ich bin ja montags in Freiburg wieder. Eine sehr fanfreundliche Ansetzung des DFB. Ja, da brauchen wir den Dave auf jeden Fall. Jetzt langer Einwurf wird es wieder geben für RWE von der rechten Seite in den Strafraum. Hinein, aber erstmal geklärt von Manu. Aber zu kurz, aber Superici mit dem Schlag raus. Mit dem Schlag raus. Erstmal aus der Gefahrenzone. Wie gesagt, Saarbrücken noch nicht gewechselt. Essen schon zweimal. Einmal verletzungsbedingt, einmal taktisch.
Man hat hier umgestellt auf 4-4-2. Ja, kommt Rizzuto da jetzt mal dran? Ja, aber wieder so ein weißer Stutzen dazwischen eines Essenders. Ja, leichte Abstimmungsprobleme zwischen Uafero und Manu. Nimm du ihn, ich hab ihn. Ja, da war der Ball kurz weg. Aber jetzt ist er bei Dave Gnase. Der macht kurz ein paar Spiele. Nein, Rizzuto direkt auf Kuni. Der mit seinem wuchtigen Körper dazwischen verliert dann aber den Ball an Rios Alonso. Aber Kerber hat auch aufgepasst. Sehr schön. So, jetzt ruhig spielen, ruhig spielen. Essen muss kommen. Wir im besten Fall reagieren. Jetzt nochmal Bonnet. Nimmt Bazzi mit, der natürlich mit Kappe steht bei der tief stehenden Sonne. Ja, Kopfball von Rabic in Richtung Ricci. Abseits. Der war doch klar hinten dran. Für mich war es kein Abseits. Und dann wird er noch gelegt und hat sich dabei wehgetan. Wer unsere Zaubermaus da vorne kennt, der weiß, der bleibt nicht gerne liegen. Also nicht, wenn es nicht sein muss. Also erstmal für mich war es kein Abseits. Dann wird er noch gelegt. Ah, geht der Übeltäter nochmal zu ihm hin. Der Wiegel, aber es war schon rüde. Also erstmal Spielunterbrechung, wie gesagt 2-0. Etwas mehr als 52 Minuten gespielt. Vor knapp 4.500 Zuschauern hier im Park. Das sieht nicht gut aus gerade. Hoffentlich zeigen die nicht einen Wechsel. Ah, Daumen geht nach oben, alles klar. Ricci kann weitermachen. Ein ganz eminent wichtiger Spieler. Wie gesagt, 12 Torvorlagen, 4 Tore. Keine Ahnung, was in die Münchner Löwen gefahren ist, dem keinen Vertrag mehr zu geben. Ein ganz wichtiger Spieler für unsere Blau-Schwarzen. Weiter geht's mit dem unberechtigten Freistoß aus meiner Sicht für Essen, weil das kein Abseits war. Über Götze stehen jetzt natürlich höher, wie gesagt, höher gestaffelt. Auch mit der zweiten Reihe ein bisschen höher in Richtung Bastian von Berlinski. Es ist Wiegel, der Übeltäter von eben. Langer Ball, aber muss Manu haben. Aber köpft den auch erstmal nur nach vorne. Somit Essen wieder im Ballbesitz. Also bloß nicht zu weit hinten reindrücken lassen. Dafür ist noch zu viel Zeit auf der Uhr. Genau 37. Darauf sollte man sich nicht einlassen. Ball bei RWE. Spiel nochmal zurück zu Golz. Kuni läuft an. Aber der kann auf die linke Seite entspannt spielen. Steht nur ein Mitspieler. Jetzt müssen wir die Seite wieder zumachen. Bevor der Inali da wieder da, der rennt da schon wieder an Tölke. Ein wieselflinker Spieler bei Rot-Weiß Essen. Ah, aber die kicken den Ball jetzt selber ins Aus. Über Kevkir. Somit nochmal Einwurf für den FCS von der rechten Seite. In Richtung Tölke. Dem sein Schlag, ah, zu ungenau. Wieder ins Mittelfeld zu den Essenern. Über Götze. Probiert durchzustecken. Aber Gnase dazwischen. Ja, auf Ricci. Der probiert, den Kuni zu schicken. Wäre das ein Zauberpass? Es war ein Superpass. Alleine in diesem Paar. Ey, der war noch aus. Eckball für den FC. Wow, mal war für uns gepfiffen. Mein lieber Mann. Der stand dort schon eine halbe Stunde im Abseits. Im Abseits, im Aus. Also Eckball für den FC von der linken Seite. Bin gespannt, ob Ricci schon wieder treten kann oder ob es Rabihic macht. Ich werde es euch gleich erzählen können. Zweiter Eckball für den FC, zweiter auch Essen. Ich glaube, es wird Rabihic machen oder macht es doch der Ricci. Ricci hebt zumindest mal den Arm und er wird es auch machen. Bringt den Ball hinein, einen 5 Meter Raum. Ja, der verpasst knapp der Tölke. Vollrückzieher von Kuni, aber geht dann drüber. Also, Spielstand 2-0 Sven. 55 Minuten gespielt. Ich habe eben noch gesagt, bloß nicht zu passiv werden, oder? Das stimmt, aber machen sie mir ganz gut. Das Verwalten, jetzt mal wieder einen Stich nach vorne setzen. Also, das sieht schon aus, als ob das Hand und Fuß hat.
was der erste FC Saarbrücken da jetzt treibt. 56 Minuten gespielt, weiterhin 2-0. Haltet sie möglichst weg natürlich von unserem eigenen Tor. Anschluss wäre gar nicht gut, aber im Moment sieht es aus, dass Saarbrücken wirklich das gut macht. Ball mittlerweile wieder bei Gulz, dem Torwart der Essener, angekommen. Da sind schon wieder zwei, drei Saarbrücker, die auf die Verteidigung losgehen und die müssen wieder hinten rum spielen. Kuni nochmal dran, Gulz mit dem Ball ins Aus, genauso. Und dann gibt es den Einwurf für Saarbrücken über Rizzuto. Kann man schön lauern. Hinten sind auch schon einige Polizisten aufmarschiert. Ich weiß nicht, ob die eine Information haben, dass sie im Stadion sind, am Block der Essener. Rizzuto wieder übergespielt. Der Ball jetzt gefährlich. Da muss Zeitz immer sich eingesetzt. Fair gemacht. Einwurf gibt es da. Naja, der Einwurf muss weiter zurück sein. Hätte er gern anders gehabt, der Essener. Gute Abwehrleistung da von Zeitz. Auf seiner linken Seite jetzt von rechts dann den Einwurf für die Nummer 7. Das ist Andreas Wiegel. Ja, der war auch einiges eigentlich weiter zurück, der Einwurf, aber egal. Dann versucht das halt auch weit. Erstmal ist Kuni da. Ja, Neudecker kriegt dann Schlag auch wieder mit, aber Vorteil. Rabiec, linke Seite, 3 gegen 2, der geht erstmal am Strafraum angekommen, geht weiter, geht in den Innenraum, spielt rüber, Gnase! Ein Strahl. Tor für den FCS. Unglaublich. Ganz frei aus 22 Metern geht der Ball direkt in den linken Winkel aus Gnases Sicht. Da haben sie ihm viel zu viel Platz wieder gelassen. Und dann macht es Ding-Dong im Tor von Rot-Weiß Essen. Nur noch geil. Mann des Spiels hier bis jetzt, Dave Gnase. Geht's wieder ganz schnell. Überlinks auch tolle Vorarbeit von Kasim Rabiec. Da hört das nochmal. Ja, die Stimmung ist natürlich am Überkochen bei euch zu Hause, mit Sicherheit auch. Und jetzt gibt es nochmal Gespräch von Tölke. Weiß ich nicht, was der Schiedsrichter da mit dem hat. Weil er sich erkundigt, ob ihm da irgendwie Blut aus der Nase läuft. Aber es funktioniert alles. Steht auf, wenn ihr Saarbrücker seid. 59. Minute, 3:0 gegen eine Essener Mannschaft, die schon nicht ungefährlich ist, aber einige individuelle Böcke da drin hat und eine Abwehr nicht immer sattelfest war, aber trotzdem hier nicht zu unterschätzen sind. Ist jetzt natürlich die Frage, wie die bei einem 0:3 reagieren. Aber Saarbrücken macht hier heute vieles, vieles richtig. Wahnsinn. Tolle Stimmung. Ist eigentlich schade, dass es nur etwas über 10.000 Fans sind. Sind ja auch eine Menge aus Essen dabei. Das hätte wirklich heute hier 12.000, 13.000 beigespielt vom Saarbrücker. Ja, hätte das Spiel schon verdient, aber egal. Die über 10.000 werden es nicht bereuen, so sie denn mit dem FC halten. Aufpassen, Flanke nochmal rein. Nicht ungefährlich. Der Ball rutscht da durch Mann und Maus, gibt den Eckball von links. Glaube ich, der dritte Eckball, den die Essener jetzt dort bekommen. Hinspiel haben wir ja montags 1:0 verloren an der Hafenstraße. Da haben die mega gefeiert. Im Moment sieht es aus, dass wir hier feiern können. 3:0 ist richtig geil. Gibt gleich eine Auswechslung. Weitschuss versucht, der geht aber in den Fangzaun von Essen. Und jetzt wird gleich der FC auch mal wechseln. Schauen wir mal, ob es schon Zeit ist für Grimaldi oder wer kommt. 60. Minute, 3:0 FCS. Hätte auch keiner gedacht vor dem Spiel. Wahnsinn. Aber es ist noch zu spielen. Wir feiern erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift und wir dann immer noch führen. Zeitz auf Kuni. Ja, kommt der Ball nicht wirklich an. Da ist es Oferro nochmal. Jetzt aufpassen. Da steht links jemand drüben, gefährlich, da im Strafraum. Bisschen zu weit rüber und dann geht der Ball ins Aus. Gibt aber dennoch Eckball für Essen.
Ah ja, Günni kommt gleich rein. Der ist ja heute nicht vom Beginn an dabei. Dem wird es auch gut tun, nochmal gleich beim 3-0 reinzukommen. Jetzt erstmal die Ecke von links. Ich glaube, die Auswechslung wird nicht vorm Eckball stattfinden. Also, Eckball kommt rein. Aufpassen, erstmal geklärt. Rabic vorm Strafraum. Rabic vorm Strafraum. Spielt rüber auf Neudecker. Der hat da viel Platz, rechte Seite. Kuni läuft mit. Was macht Neudecker? Spielt auf Kuni. Aber dann ist ein Kopf der Essener besser positioniert. Und der kann auf Golz den eigenen Torwart dann erstmal den Ball rüberbringen. Ansonsten wäre es schon wieder mega gefährlich gewesen. Und die Herbert-Binker-Tribüne singt auch Saarbrücken, Saarbrücken. Zurecht. Aber Essen wieder über links. Die lassen auf jeden Fall die Köpfe noch nicht hängen. Da sind schon wieder einige frei. Ja, über links spielen sie es ganz gut. Die Flanke kommt rein, gefährlich. Kopfball, aber der geht erstmal auf Rizzuto. Der geht zur Eckfahne mit dem Ball und lässt ihn sogar ins Ausgehen. Einwurf Saarbrücken. Und jetzt müsste es die Auswechslung geben, genau. Geh mal davon aus, dass Kuni rausgeht. Nase. Na gut, er hat eine gelbe Karte gehabt, also der geht mit Sicherheit raus, auch unter Pfiffen, weil er ein tolles Spiel gemacht hat, aber vielleicht soll er geschont werden wegen der gelben Karte. Der geht nicht raus, weil er so schlecht gespielt hat, aber war einer der Besten, wenn nicht gar der Beste, aber wie gesagt, auch mit Gelb verwarnt. Tolle Partie wieder von Dave Gnase. Und jetzt wünschen wir Günni, Julian Günther Schmidt alles Gute. Ab der 63. Minute. Ja, da wird sich geherzt von Ziel und Dave Gnase. Gar keine Frage. Tolle Partie. Zwei Weitschusstore. Ein schöner als das andere. Ah, gibt nochmal reichlich Rauch da hinten wieder im Block der Essener. Also die haben einige rote Töpfe dabei. Die haben noch geguckt, was sie da im Ruhrgebiet alles zusammen finden und haben gedacht, das können wir alles in Saarbrücken verfeuern hier. Jetzt gibt es, wie gesagt, nochmal den roten Rauch, der jetzt über die Herbert-Binker-Tribüne zieht. Und Daniel Batz mit dem weiten Schlag nach vorne. Urferro wieder heute sicher, wie in den letzten Spielen auch. Rabihic sieht Böder, der ist völlig frei da drüben. Jetzt rüber gespielt auf Neudecker in den Strafraum. Neudecker ist im 1 gegen 1, spielt, tänzelt rüber auf Kuni, der Herr Platz, schießt abgefälscht, Eckball. Ja, da sind schon Löcher da. Da macht Saarbrücken gut, überlegt. Kann natürlich nicht jedes Mal einer reingehen. Gibt den Eckball von der rechten Seite für Richard Neudecker zusammen mit Kasim Rabic, der auch eine absolute Leistungssteigerung erwischt hat in den letzten Spielen. Der gute Rabic ist endlich in Saarbrücken angekommen. Das freut uns natürlich sehr. Einige Leuchtfackeln noch dabei. Also, rotes Inferno vor blau-schwarzer Dominanz auf dem Platz. Eckball kommt rein mit Geschwindigkeit. Zeitz! Nachschuss! Nicht richtig getroffen. Golz kann den Ball erstmal aufnehmen. Weiter Schlag nach vorne. Da ist einer vorne, aber Böder muss auch noch hinterher. Der Essener kriegt den Ball aber erstmal. Drei Saarbrücker, Urferro. Und holt sogar den Einwurf nicht raus, aber verteidigt gut Urferro. Das sieht wirklich aus wie aus einem Guss. Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten Spielen. Wobei, davor gegen Ingolstadt unglücklich verloren. Sehr unglücklich gegen Aue und gegen Osnabrück extrem unglücklich. Man mag sich gar nicht ausdenken, hätte man die Spiele alle gewonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber so ist es jetzt hier. 3-0, Neudecker wird gefoult. Ja, fasst sich hin noch an die Wade. Rechte Seite. Kriegt ordentlich auf die Mütze da von Götze. Kannst du auch mal einen Karton geben, lieber Patrick Schwengers. Rauch verzieht sich langsam. Wird langsam zu einem rosa Lüftchen. Ja, rosa-rote Brille. Können wir heute haben. Bei 3-0 nehmen wir gerne an die Brille. Rabic über die rechte Seite. Ein Handspiel. Auch nicht gesehen. Aber Saarbrücken hat über Neudecker trotzdem den Ball wieder rüber gespielt. Rabic weiter am Strafraum. Der ist gar nicht mehr zu bändigen, aber Osnabrück macht es dann hinten an der Eckfahne nochmal. Die haben kaum Luft zum Atmen. Kommt Günther Schmidt nochmal wieder. Die müssen da hinten schon gucken, dass sie den Ball... Wird's wieder Zeit.
Stell dir vor, die ganze ist vorbei. Und nächstes Jahr spielt Saarbrücken in Liga. Keine Ahnung. Über rechts nochmal, die Essener. Mit der Nummer 7. Da sind schon wieder zwei Saarbrücker. Gibt kein Foulspiel. Günni hat den bei dem Essener dann doch abgenommen. Wieder auf Rabic, der mit der Hacke, aber kann nicht alles klappen. Über Götze in unserer Hälfte, über links machen es die Essener nochmal. Am Strafraum angekommen, Bödern eben gegen sich. Wir spielen erstmal doch nochmal zurück. Aufpassen, Schussversuch, ne, erstmal wieder halblinke Position. Rübergespielt, da ist Platz im Strafraum. Aufpassen, kriegt den Ball noch rum, aber dann kriegt er doch noch die Ecke zugesprochen, okay. Den Ball abgeklemmt eines Saarbrückers. Dann gibt es wieder von links den nächsten Eckball für Rot-Weiß Essen in der 67. Minute. Also, Konzentration, FCS. Stehen sie alle im Strafraum verteilt. Ecke kommt rein mit links, hoch ist der Ball drin, aufpassen und geht dann erstmal raus. Rabic guckt, da läuft schon wieder Rizzuto nochmal, aber Rabic geht erstmal ins Tackling, spielt dann den Ball auf Uaferro nochmal und der jetzt mit dem Diagonalpass auf Böder, der darf nicht ins Abseits gehen, ja, muss erstmal rauskommen. Essen hat den Ball, okay, auf der linken Seite. Götze nochmal. In unserer Hälfte zentral spielen sie sich den Ball dann nochmal zu. Aber Saarbrücken weiterhin hellwach. Kerber nochmal eklig da an seinem Spieler dran. Er muss wieder zurückspielen auf die Nummer 23 an der Mittellinie. Jetzt kommt der weite Ball nach vorne. Da ist es Tölke, kriegt den Ball nicht richtig zu fassen. Dann doch Einwurf, Szenenapplaus für den Saarbrücker Spieler. Einwurf, Essen, linke Seite. In Höhe der der Strafraummarkierung. Dauert noch ein bisschen. Jetzt kommt der Einwurf weit. Böder nochmal dabei. Batz hat den Ball. Ist nicht draußen. Doch, doch draußen. Gibt es also wieder einen Eckball. Batz sieht es anders. Aber der Schiedsrichter Patrick Schwengers schwängert den Ball zur Ecke. Von links wieder für die Essener. Also, Konzentration. Kurz gespielt, Neudecker ist da, aber die Essener bleiben im Ballbesitz. Nochmal hinten rum gespielt. Jetzt auf die 7, der versucht es nochmal. Und dann gibt Rabic nochmal schön gegen ihn. Na, bin mal gespannt, was der Schiedsrichter pfeift. Wahrscheinlich für den Essener den Freistoß. Naja. Okay, kriegt er zentral 40 Meter Entfernung den Freistoß. Das ist Andreas Wiegel schon wieder, der da angeblich gefoult wurde. Und Kefkir versucht es direkt, weiß ich nicht. Hat einen weiten Anlauf, ein Mannmauer. Ich glaube aber eher als Flanke kommt er rein. Ja, verteidigt, gut gemacht. Und dann ist es schon wieder Neudecker, ist auch überall zu finden. Läuft über links sich nochmal frei. Jetzt nimmt er das Tempo ein bisschen raus. Ball diagonal auf Kuni, der geht in Position. Aber dann ist die 31 schneller da. Niklas Tarnath kann den Ball zum Torwart rüberbringen. Und Essen hat jetzt mehr vom Spiel, aber nicht wirklich effektiv. Viel Ballbesitz, aber Torchancen eigentlich Mangelware. Insofern können sie weiterhin mit dem Ball hier durch den Ludwigspark tänzeln. Solange sie nicht da irgendwie gefährlich in Spielposition kommen. Jetzt von links nochmal Essen. Flanke nochmal, verteidigt Kerber auf Schmidt. Günter Schmidt, dann Böder nochmal raus auf Marvin Kuni. Ball kommt bei Günter Schmidt leider nicht an, also hat Essen wieder den Ball. Mit der Nummer 7 in unserer Hälfte, spielen wir nochmal zurück den Ball. Ja, kaum Raumgewinn für die Essener, jetzt nochmal rüber auf Wiegel. Gleich gibt es Steinkötter Grimaldi nochmal, Doppelwechsel beim FC. Also, Mensch, fühlt sich das an, als ob Essen 3-0 führt, spielen sich den Ball da locker zu. Ja, jetzt geht einer in Position, wird aber begleitet von Kerber. Ball mittlerweile bei der linken Seite angekommen, Flanke kommt rein, Kopfball, es batzt da, kein Problem.
Also hat nichts gebracht. Außer, dass Daniel Batz den Ball hat. Und spielt den auf Rizzuto, der auch wieder fit ist, Gott sei Dank. So ein tolles Spiel in Aue gemacht, aber leider haben wir da verloren. Egal, gucken nicht mehr zurück, wir gucken nur noch hier ins Hier und Jetzt. Und da steht es 3-0 für den FCS gegen Rot-Weiß Essen. Batzi hat den Ball mit Kappe gegen die Sonne. Weiter Ball auf Kuni. Ja, Essen bleibt wieder Sieger. Spielen den Schiedsrichter nochmal an, aber Ball bleibt weiterhin bei Essen. Gehen jetzt erstmal zurück. Neudecker läuft nochmal sich da in Position, beziehungsweise der Ball dann bei Golz angekommen. Der spielt links rüber. Wieder raus. Da ist Böder schon wieder in der Abwehr da. Und dann geht der Ball. Ja, ganz gut. Geht nicht ins Aus. Da hat er viel Platz. Der linke Läufer da ist schon im Strafraum angekommen. Da müssen wir aufpassen. Aufpassen. Und dann haben sie es ziemlich lässig gemacht. Zeitz aber immer noch da hinten dran. Und dann schießt er den Ball ins Aus. Nee. Auf einen Essener, aber trotzdem klären sie es unterm Strich ziemlich locker. Ball bleibt zwar in den Essener Stiefeln, die rennen sich da an Wolf. Wieder auf die linke Seite rüber, ist ein bisschen Platz in unserer Hälfte. Böder ist da, Ball kommt in den Strafraum, Zeitz dabei und Batz ist da. Fällt runter, kann den Ball aufnehmen. Erste Halbchance sozusagen in Halbzeit 2 für Rot-Weiß Essen. Die viel Ballbesitz haben, aber das noch sehr ungefährlich ist. Doppelwechsel, auch gleich nochmal bei Essen. Saarbrücken ja auch nochmal davor, mit dem Wechsel zu machen. Kuni dabei, Neudecker bringt den Ball nochmal hoch ins Spiel. Kuni wird da oben am Rockzipfel festgehalten, aber lässt Schiedsrichter durchgehen. Zeitz, letzter Mann, dann ist es nochmal Tölke, der spielt einen Kopf auf Batz. Und dann haben wir wieder den Ball. Abschlag, Böder, vielleicht hat Saarbrücken jetzt nochmal eine Idee. Auch für die Zuschauer nochmal über Günther Schmidt was nach vorne zu bringen. Auf Böder kriegt er den Ball noch. Ja, da ist Kuni nochmal da. Da ist eigentlich viel Platz da. Böder, 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 Rabic. Torwart ist näher da, kriegt dann noch einen Schlag vom Torwart ab. Aber ja, war nicht schlecht, aber doch ein bisschen zu inkonsequent. Insofern ist der Ball dann bei Essen wieder. Der Block singt unsere Hymne zurecht. Über links wieder Rot-Weiß Essen. Ja, die Auswechselspieler kommen nicht in den Genuss, dass sie mal eingewechselt werden. Jetzt aufpassen, über links die Flanke kommt rein, aber zu weit. Viel zu weit und direkt ins Aus. Jetzt wird Grimaldi und Co. kommen. Ist es nochmal Kevin Holzweiler und Tom Müsel auf Essener Seite. Und bei uns Kasim Rabic geht raus. Steinkötter kommt rein. Auch tolles Spiel gemacht. Und Marvin Kuni geht raus. Und dafür kommen Adriano, Celentano, Grimaldi. Das ist im Moment der Standard gemäß. Und das klappt ja auch in den letzten Spielen richtig, richtig gut. Ja, lieber Kai. Jetzt dümpelt das Spiel so daher, aber ist auch mal nett, ne? Lass es nach 3-0 einfach dümpeln. Und wir sind doch guter Dinge. Daran könnte ich mich doch gewöhnen, lieber Sven. So sieht's aus. Aber wie gesagt, das Gute ist ja, dass wir durch die Tordifferenz, lieber Sven, an Osnabrück jetzt vorbei sind. Nur weil wir 3 Tore geschossen haben. Also auf die Tore wird es vielleicht nachher ankommen, das Zünglein an der Waage sein. Man weiß es nicht. Aber ich bin jetzt schon kribbelig, wenn ich jetzt schon wieder dran denke. Ach Gott, dann auch montags wieder nach Freiburg. Katastrophe. Und wir erstmal das Ding jetzt hier über die Bühne bringen, obwohl hoch verlieren werden wir nicht mehr. Und vielleicht noch ein Türchen machen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es wäre möglich, gerade weil der Torfürst jetzt auch wieder im Spiel ist. Langer Ball nochmal, aber geht dann durch bis zu Gold, dem Keeper von RW. Die, da bin ich mir sicher, genug Punkte sammeln werden, um in der Liga zu bleiben. RWE gehört ja auch mindestens in die Liga 3. Ich weiß gar nicht, ich glaube, fast ein Jahrzehnt waren die jetzt in Liga 4. Haben es endlich geschafft. Und ja, Essen gehört einfach in die Profiligen rein. Allein schon mit dem Anhang finde ich viel geiler, als wenn so zweite Mannschaften kommen.
Muss man einfach sagen. Es macht ihm auch mehr Spaß. Gästetribüne pickepacke voll, unsere Tribüne pickepacke voll. Ist nochmal cool. Also sowas macht mir wirklich mehr Spaß. Nicht nur jetzt des Ergebnisses geschuldet, sondern weil das ist Fußball und nichts anderes. Ich kann das alles erzählen, weil RWE, ja, ich glaube, das war, das 3-0 war so ein bisschen, ja, der Genickbruch. Und damit kommt auch gerade nicht mehr so viel von RWE. Der Brücken steht, will noch Nadelstiche setzen. Mal schauen. Ob der FC jetzt nochmal durchkommt. Ja, probieren Sie. Ball ist jetzt im Aus. Da wollte der Steini sich den Ball ein bisschen vorlegen. Aber. Ja, jetzt sagt der Schiri, es war doch noch ein Essen da dran. Okay. Gibt einen Wurf für den FC. Alle ein bisschen verdutzt, aber uns soll es recht sein. Noch 13 Minuten. Nochmal zu Bazzi. Wie gesagt, mit Los Capos. Wenn das Ding so ausgeht, sind die tauzischen Wochen mit 3 Spielen, 3 Siegen, 9 Punkten und 10:0 Toren zu Ende gebracht worden. Und ich hoffe, der Tauzi ruft noch so Wochen aus. Die sind zumindest mal gesünder als die Wochen bei McDonald's, wo es sowas günstiger gibt und vor allen Dingen machen die einen auch glücklicher. Langer Ball jetzt nochmal von RWE. Ja, das geht zu einfach. Aber Freunde der Sonne, mir gehen die Superlative für Daniel Batz aus. Ich weiß nicht mal, was ich zu dem sagen soll. Der Batze geht einfach hin, holt den Ball weg. Also das ist super. Das ist wirklich ganz grandios. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Unsere Nummer 1. Essen jetzt nochmal im Mittelfeld. Aber die köpfen den Ball in Zeiten aus. Nee, auch wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne. Der Drops hier ist gelutscht. Man sollte nur konzentriert sein und kein Tor mehr fangen. Und vielleicht nochmal so einen geilen Angriff starten. Geduldig bleiben, einen Angriff noch und dann vielleicht machen wir noch eine Bude. Wie gesagt, Tordifferenz. Zünglein an der Waage vielleicht. Günni, ja, viel zu lange gewartet in Richtung Grimaldi. Egal, wenn der Böder den noch erläuft, sind wir noch mal im Spiel. Es gibt Einwurf. Nein, wird Böder noch angespielt. Okay. Einwurf für Rot-Weiß-Essen. Von deren linken Seite in der eigenen Hälfte. Kerber dazwischen. Aber Ball direkt auf Berlinski bzw. Bastians gespielt. Ricci, ah, super Ricci. Vielleicht fällt ihm jetzt noch was ein. Ihm fällt was ein in Richtung Grimaldi. Aber Essen kann das gut wegverteidigen. Aber wieder ein geiles Ideechen von unserem super Ricci, wie er den Ball da durch die Gasse spielt, durch diese Viererkette. Das macht mir einfach Freude, dem zuzusehen beim Fußballspielen. Und jetzt kriegt doch Essen einen gelben Karton. Und zwar in persona Niklas Tarnath, der da dem Rizzuto ja, auf seinen ekelschundenen Knöchel tritt. Hat er Probleme gehabt, ihr wisst es ja, Bänderverletzungen. Ja, ein ganz, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mann für uns. Leider viel zu spät verpflichtet worden. Man darf ja auch mal ein bisschen Kritik äußern. Weil den hätten wir schon viel früher haben können. Er wollte auch hemmen. Der Bub. Gerade weil er ja zum zweiten Mal Vater geworden ist. Vor 2 Wochen war das. Er wollte nochmal hemmen. Und er hat noch ein paar sehr gute Fußballerjahre vor sich, dieser Calogero Rizzuto. Er steht wieder. Das ist die gute Nachricht. Aber jetzt auch klar, wer den Freistoß schießen wird. Oder auch nicht. Weil der Günni gesellt sich dazu. Aber ich denke mal, es macht super Ricci. Und der Grimaldi, ja, der legt sein Haar schon mal zurecht. Weil er kann und er könnte und er würde, wenn der Ball dann kommt. Also Daumen drücken. Daumen drücken.
Super, Richie. Bringt den Ball hinein, aber ein bisschen zu tief. Aber hinten dran wäre direkt unser Torfürst gestanden, der Grimaldi. Ball über rechts schon wieder. Steini. Ja, er probiert es 1 gegen 1. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung, weil er hätte flanken können. Geht er nochmal diesen Schritt zurück und hat dann seinen Gegenspieler wieder gegen sich. Vielleicht die falsche Entscheidung. Aber sei es drum. Kein Gegentor fangen. Und ihr hört euch einfach mal die Stimmung an. Ich krieg wieder Gänsehaut. Und das macht mich einfach glücklich. Vor allem auch, dass ich in glückliche Gesichter gucke. Das bedeutet mir verdammt viel, unser Fußballclub Saarbrücken. Glaubt mir das. Sonst würde ich das nicht schon seit 2008 machen. Und damals sind wir durch noch Dörfer getingelt wie Betzdorf, Waldalgesheim. Ja, und jetzt sind wir in der dritten Liga angekommen und stehen gar nicht so schlecht da. Ich kann das alles erzählen, weil ich erstmal emotional bin und zweitens mal, weil ein Saarbrücker Spieler auf dem Boden liegt. Ich glaube, es ist Calogero Rizzuto. Der hat ja eben schon nach dem Foulspiel angezeigt, so, ich weiß nicht, ob es geht. Ja, hoffentlich ist die Verletzung wieder nicht aufgebrochen. Es sieht nicht gut aus bei Ritze. Es sieht nicht gut aus bei ihm. Also Ritchie geht raus, Andi Breuer kommt rein und Pius Kretschmar. Gute Besserung, Calogero Rizzuto. Hoffentlich bekommen wir das in einer Woche hin. Aber das sieht nicht gut aus. Das Foul war absolut unnötig. Ball war schon weg und er trifft Rizzuto. Katastrophe. Oh je, das sieht ganz schlecht aus. Eieiei, bei Ritze sieht das ganz, ganz schlecht aus. Er hat es nochmal probiert, diese paar Meter, aber Feierabend. Es wurde die Bänderverletzung wieder aufgegangen. Beste Wünsche von hier oben, unter dem Dach. Wir haben noch 7 Minuten. Ritze, leider Gottes, jetzt verletzt raus. Breuer drin, Kretschmer drin und dann auch noch Super Ritchie raus. Breuer, sein zweites Spiel jetzt hier, gerade schon am Ball. Schön, und wieder am Ball, der Andy. Aber der Pass war nicht so gut. Aber egal, kann ja mal passieren. Aber er macht den Fehler wieder gut. Ist schon wieder am Ball, ist in der Zentrale zu finden jetzt gerade. Spielt auf Steini und da liegt schon wieder jemand. Aber diesmal ist es wohl der Kapitän, der Essener Felix Bastians. So glaube ich zu erkennen, hält sich den Schädel. Ja, es ist Felix Bastians. Saarbrücken spielt den Ball natürlich fair aus. Ja, wenn du mit Uafero zusammenprallst, tut es halt auch mal Aua, ne? Nein, das war mit Manu. Ja, die beiden haben sich gut was gegeben heute in der Partie, der Bastians und der Manu. Wäre mal interessant zu wissen, ob auch der ein oder andere Journalist das so gesehen hat da unten und auch danach fragt, ob sogar der Bastians direkt im Zeitziel unterstellt war. Manu, passt du auf den ganz genau auf, weil 90% der Zweikämpfe mit Bastians gegenüber Manu, auch in Halbzeit 2, wo ja Berlinski noch reingekommen ist. Aber wir werden es bestimmt noch erfahren. Ball jetzt nochmal von Bazzi in aller Einwurf-Art-Stil. Und jetzt fliegen schon wieder Böller in Richtung Tribüne. Lieber Essener, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich weiß, es sind nur ein paar Fans von RWE. Und das muss nicht sein. Ansonsten haben die einen super Anhang, die Essener. Ja, das muss wirklich nicht sein. In Richtung Tribünen, wo Familien sitzen und so, das geht nicht. Also, noch 5 Minuten. Essen kommt nochmal in Richtung Mittellinie. Nochmal langer Ball. Ja, ein bisschen zu kurz geklärt von Günni.
Seitenverlagerung nochmal auf Kefkir. Flankenball kommt rein. Ja, Pius klärt, aber Andy rettet das vor der Hintertorauslinie. Und Kretschmar mit dem Schlag raus. Und Grimaldi, ja, schöne Ballannahme. Könnte jetzt den Steini schicken. So, jetzt mal alle Mann nochmal nach vorne. So ein viertes Ding wäre doch gar nicht so schlecht. Steini auf Breuer, aber der steht im Abseits. Der steht leider im Abseits. Probiert es trotzdem noch. Sei ihm gegönnt. Mein Gott. Ah, stand ein Tacken zu weit vorne. Hätte er ansonsten gut machen können. Der Breuer Andy. Noch 4 Minuten offiziell. Es ist nochmal über Kefki, über die linke Seite. Vielleicht war das so ein bisschen zu eintönig auch. Sie sind zwar hin und wieder mal durchgekommen über links, aber über die rechte Seite war Essen total blass, muss man auch sagen. Grimaldi, nein, da kommt er jetzt mal nicht dran. Ball rechts. Aber Breuer stellt schön zu. Guafero mit dem Kopf dazwischen. Aber der Torfürst kommt nicht dran. Essen nochmal. Mit meiner Maus vorne drin. Über Kefkir. Der mit dem Flankenball rein auf Bastians. Aber dann ist Breuer da. Und der Schlag nochmal raus. Oh, der Grimaldi. Der kriegt den. Aber jetzt muss er sehen. Gucken. Der Steini. Er sieht ihn nicht. Ja, der Steini ist auch so dünn wie ein Lauch. Da kann man den auch mal übersehen. Schade, weil er ist über rechts gelaufen. Ball jetzt an der Außenkante. Ja, Grimaldi verliert den Ball. Jetzt ist Foulspiel. Sven, die letzten Minuten dieses Entspannungsspiels hast du, mein Freund. Ja, sehr schön, dass man so eine entspannte zweite Halbzeit hier kommentieren kann mit dem wichtigen 3-0. Und ansonsten haben wir kaum was anbrennen lassen. Eine richtig, richtig gute Möglichkeit noch in Halbzeit 2 für Essen. Aber da hat wieder Daniel Batz sehr gut gehalten. Jetzt Steinkötter, 2 gegen 2 mit Grimaldi am Strafraum. Julian Günther Schmidt, Steinkötter, schießt. Oh, trifft doch mal richtig den Ball. Schade. Riesenmöglichkeit, völlig frei. Aber donnert das Leder leider über die Querlatte drüber. Hätte ich mir auch gegönnt, noch ein 4-0. Bisschen zu hektisch dann gewesen. So schnell hatte man noch mal eine gute Chance gehabt in der 89. Minute. Ja, die eine Möglichkeit von Essen im 1 gegen 1. Dann schnappt Daniel Batz sich den Ball ein. Von dem Essener Stürmer weg. Und ansonsten haben sie in Halbzeit 2 kaum eine Chance gehabt. Soll auch gern so bleiben. Ball wieder in den Strafraum. Batz hat ihn da locker aufgenommen. Nachspielzeit wird es sicherlich einiges geben. Ich schätze mal 3-4 Minuten. Da waren ja einige Unterbrechungen. Aber die werden wir mit Sicherheit auch noch hier durchhalten. Bei weiterhin 3-0. Ja, da hat doch Christoph Tautz die 9-Punkte-Woche da ausgehandelt. Und hat ja anscheinend was gebracht. Stimmung ist natürlich riesig. Ken FCS. Ball auf Grimaldi. Ja, müsste man Freistoß geben für Grimaldi. Kriegt auch nochmal einen Schlag. Bleibt erstmal liegen. Und dann gibt es den Freistoß. Pius Kretschmer ist da. Luca Kerber. So. Sind wir gleich in der Nachspielzeit schon. Ist noch nicht angezeigt worden. Ich tippe mal auf 4 Minuten. Ja, und die Essener feiern auch noch. Das ist doch auch prima. Wir nehmen es hier sportlich mit ein paar Fackeln und rotem Rauch ja immer wieder. Kretschmer mit dem Freistoß von der linken Seite mit links reingebracht in den Strafraum. Ja, oh, schlecht verteidigt direkt zur Ecke. Nehmen wir aber dankend an. Oh, 2 Minuten. Ja, der Schiedsrichter ein Einsehen mit ein. 10 Minuten können ja nicht sein. Also ich habe 2 Minuten verstanden, Kai 10. Ja, ein bisschen sehr viel, wir sind ja nicht bei der WM hier. Also, Eckball von der linken Seite nochmal. Günther Schmidt ist es, bringt den nochmal rein, den Ball.
Und dann Nachschussmöglichkeit. Steinkötter, das ist nicht besonders sein Tag heute. Wieder den Ball nicht richtig getroffen. Geht fast übers Stadiondach rüber. Aber bei so einem Spiel ist es auch verzeihlich, wenn nicht alles klappt. Die Essener nochmal mit den letzten Bemühungen nochmal nach vorne zu gehen. Diagonalball da in die Zentrale nochmal. Ist wieder Saarbrücken dabei. Steinkötter hat den Ball, geht nochmal. Aber da ist er ziemlich alleine erstmal in Höhe der Mittellinie. Spielt auf Grimaldi. Ja, Grimaldi kommt sogar nochmal an den Ball ran. Ja, wird da geblockt. Dann gibt es Einwurf für Essen. Ne, sogar für den FC gibt es den Einwurf da nochmal. Von der rechten Seite. Vor dem Polizeiaufgebot. Böder mit machen. Werden, denke ich mal, die letzten Aktionen hier sein in dem Spiel. Und dann klopft Saarbrücken nochmal richtig oben an. Wer hätte das gedacht? Nochmal Einwurf, Böder. Ja, und dann sind wir Montag in einer Woche im schweren Auswärtsspiel bei der Mannschaft der Stunde Freiburg 2. Nochmal eine Chance da von Steinkötter. Gibt nochmal Eckball Saarbrücken. Den Ausblick Montag in einer Woche im Dreisamstadion gegen die starken Freiburger, die zweite Mannschaft, die ja zum Glück nicht aufsteigen kann, aber die haben einen Lauf. Und da müssen wir uns natürlich dann auch was einfallen lassen. Jetzt, das war's. Spiel ist aus, Saarbrücken gewinnt 3:0. Uwe Ferro hebt die Fäuste in die Luft. 5-5 Ecken. Schmerzlos zum Schluck. Gibt's die Ecke nicht mehr. Die 9-Punkte-Woche. Christoph Tautz, unser Glücksbringer. Mal gucken, was er als nächstes ausruft. Wir und ihr solltet heute hier heute feiern oder zu Hause, wo ihr seid. Wir verabschieden uns recht schnell. Tschüss sagen der Kai und der Sven und dann sehen wir uns Montag oder hören uns Montag in einer Woche ab 18:50 Uhr in Freiburg wieder. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.